Leute, einen wunderschönen Hallo und herzlich willkommen. Meine Fresse, ich kann nicht mal mehr reden. Herzlich willkommen zurück. Eigentlich hatte ich ja gestern gesagt, wir sehen uns heute wieder. So, heute saß ich dann rum, dachte mir so, pff, irgendwie doch keinen Bock auf RP. Bin dann nur mal kurz reingegangen, um SMS und sowas zu schrecken. Und dann hatte der Sheriff angerufen gehabt. Den habe ich eben versucht zurückzurufen, aber. Halt ganz okay und selbst. Such zurückzurufen, aber der muss halt jetzt sich um Rollcall kümmern und sowas und will mich danach dann anrufen. Also er hatte zwar gefragt, ob ich gleich beim Rollcall da bin. Denke mal, dann hätte er das sonst direkt danach geklärt. Ich weiß halt nicht, was er von mir will. Ist so im Endeffekt die Sache. Lass mal schauen. Wir fahren jetzt erstmal nach oben, gehen in den Dienst. Und dann denke ich mal, machen wir so ein Stündchen oder zwei. Also zwei maximal. Mal schauen. Will auf jeden Fall nicht viel machen heute. So ein bisschen träge einfach. Weiß nicht. Vielleicht ist es auch einfach so dieses Ding, so diese Demotivation. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich seit gestern einfach demotiviert, was so RP angeht. Da haben einfach so verschiedene Faktoren mitgespielt. Mal schauen. Gleich tanken. Vielleicht, wenn wir es schaffen, Rocket Diner machen. Mal schauen. Ja. Ansonsten müssen wir dem, wie heißt er? Newman. Müssen wir eine Vorladung schicken? Heute und morgen wäre er greifbar. Laden wir den sonst für morgen vor. Wann bin ich morgen? Ach schon. Nachmittags irgendwie. Ja. Ja, mal schauen. Könnte mal so viel sagen, meine Geduldsschnur ist heute nicht lange, zumindest habe ich so das Gefühl. Ja.
Guck mal, wir sind direkt bei einer Tankstelle. Brauchst dich gar nicht beschweren, das ist alles gut. So. Ach ja. So. Fertig getankt. Ja, schön voll der Tank jetzt. 1635 Meilen schon. Uiuiui. Wenn der Sheriff jetzt mit mir darüber reden möchte, ob ich jetzt wirklich noch mal Grapeseed will. Einerseits wäre das schon cool. Andererseits ist halt so, weiß ich nicht. Natürlich ist das mir auch egal. So, ich wäre halt nach Grapeseed gegangen, wenn der fünfte Platz noch frei wäre, aber ist er halt nicht. Deshalb, ja. Jetzt gerade so die Einstellung so, ja komm, ist doch auch egal. 531 ist weg, super. Bedeutet, wir fahren gleich sowieso irgendwas anderes oder wir fahren irgendwo mit, keine Ahnung, ist mir auch egal. Noch einfach Victor von. Letztendlich auch okay. Ist das Callaway oder wer? Was ist die Tür zu, wenn ein Deputy drin steht? Wunderschön. Wunderschön. Fünf sechsundfünfzig Funkcheck.
So. Drei, eins, aktiv. Check. 4, 3, 8 aktiv. Check. Ich glaube, hier füge ich mich jetzt einfach selber noch mit hinzu. 5, 3, 8, 5, 5, 6. Dass FG-Fahrzeuge aufbrechen können. Nee, ich sag eher sobald das FG. Ist. Muss ebenfalls ein Washington. Kennzeichen suche ich mir kurz raus. Hier. 4, 2, 3 mit einer Überführungsfahrt zum Missionary Department. Check. Ach, wo war denn das jetzt? Meine Fresse. Hier. Welcher aufgebrochen und durchbucht werden muss. Infos hier zu 56. Aktiv. Check. Der Satz macht so überhaupt keinen Sinn, weil das FD wieder verfügbar ist. Es muss ebenfalls in Washington. Und durchsucht werden. Muss ebenfalls ein Washington, welcher am Verwahrplatz steht, aufgebrochen und durchsucht werden. Der Washington. Anwalt Trey White, Akten 1, super. 4, 3, 8, 10, 20, Pacific Standard Bank, Community Policing. 423 meldet eine Explosion nördlich von der Lilith-Tankstelle bzw. vom Genkis. Check 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
Ja, check 4-3. 4-3-4, 10-30, Attorney's Office. Check. Die 4-2-3 noch mit einer Information. Wir haben bislang nur die Explosion gehört, wissen aber keinen genauen Standort, wo das ist. 4-2-3 Ende. Na doch, ich mach's dick. So. So, Foley. Einen hat er immer noch nicht. Und Toya Chase haben sie auch noch nicht. Martinez müsste, ja. Der Rest hat, super. Forensik hat noch gar nichts gemacht. Staatsanwaltschaft an. 423 meldet das beim Up-to-Date, nicht gesehen oder gehört wurde. 423 Ende. Das ist für Attorney's Office in La Cruz. Guten Abend. Einen wunderschönen 556 Phoenix. Mein Gott, ich kann heute nicht mehr reden. 556 Phoenix San Andreas Police Department. Hallöchen. Alles gut, geht mir genauso. Und zwar geht es um eine kleine Sache bezüglich einer Akte von mir. Es handelt sich dabei um die Akte 24.08.2023.05. Ich weiß tatsächlich nicht, an wen genau das gehen müsste. Die Sache ist nur, dass ich jetzt die ganze Akte schon weitergeleitet. Es ist nur so, ich weiß jetzt innerhalb der nächsten Woche nicht hundertprozentig, wann ich verfügbar bin und kann deswegen die Tatverdächtigen nicht vorladen. Ja, gut, das. Ob das möglich wäre, dass das vielleicht durch Sie übernommen wird. Ja, das ist einfach, da fragen Sie wieder was. Meine kommen natürlich drauf an. Meinen Sie, haben Sie Akte weitergeleitet schon zu uns? Die ist schon weitergeleitet, soweit ich das verstanden habe, zumindest von Frau Tovar. Detective ja, Tovar, ist die auch schon, also ist Frau Campbell sogar dafür zuständig? Ich kann gerade nochmal nachschauen. Schauen, sie hatte mir eine SMS geschrieben. Können Frau General Attorney Campbell direkt in Akte mit einfügen, die war vor Ort und weiß Bescheid. So, das war die Info, die ich bekommen habe. Genau. 400. Also ich kann es mir erstmal so notieren und ihr weitergeben und sonst melden wir uns halt nochmal bei Ihnen. Das ist kein Ding. Wir notieren es erstmal so und dann wissen wir Bescheid. Ich würde das Ganze sonst auch nochmal in dem Informationsaustausch vermerken. Und dann, mal schauen. Wenn ich es sonst hinbekomme, dann trage ich ein, dass ich die schon vorgeladen habe und ansonsten. Wie war Ihre Nummer nochmal? Die brauche ich noch einmal. 556 Phoenix, ich bin der Aktenführer. 56, alles klar, habe ich so notiert. Weiß alles klar. Gut, dann danke ich Ihnen und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend. Alles klar, kann ich einen schönen Abend noch. Jo, ciao. Tschüss. Ah, perfekt. So. 431-1020 in Gang. Weil ich kann das leider echt nicht einschätzen. 423 meldet Parkplatz seines Tieres soweit hier.
zweite Leitstück kommt. Wenn 4, 2, 2, die Leitstelle kommt. Die Frau. Hä? Sie kommen? Tat. Ja. Haben Sie schon die Fahrschule abgefahren? Falls nein, tun Sie das. Komm. Vorladen. Check 4 zu 3. Aktuell. Zur Fahrschule. Eingeschränkte Verfügbarkeit meinerseits. Leitstelle für Info-Hotline kommen. Vom Fire Department ist jemand im Davis PD und möchte dort mit einem Supervisor sprechen. Respektive, ja, Supervisor, komm. Ja, check bitte mal, komm. Check Info-Hotline Ende. Die 4-8 meldet einmal das Parkhaus und up-to-date das überprüft auf Exkursion. Die 423 hat das untere geprüft, komm. Check die 438, mal sie einmal noch auf den Weg zu der Baustelle am BPD, vielleicht war da noch was, ansonsten gehen wir vielleicht auch die Ideen aus. Ja, Leitstelle für beide, wenn die Fahrschule clear ist und beim BPD der Parkplatz die Baustelle, dann können wir wieder aktiv gehen. Ich denke, dann wird das ein Versicherungsfall gewesen sein, Leitstelle Ende. Ist du Diebstahl? Erkennst du auch nochmal, ich habe gerade soweit beim FD angerufen, denen ist auch soweit kein Brand bekannt. 423 Ende. Ja, 438 meldet auch die Baustelle beim BPD als sauber, dementsprechend geht die Einheit wieder aktiv, Einsatz beendet. Wild. Ist tot. Wild. 17 Uhr, ist der noch im Dienst? 4-2-3-10-20, ich kann auch hier einfach gucken, ob der da ist. Sieht dann aus, ja. Oh ja, der ist da. Ich rufe den jetzt an. Na, ach, ich hasse das. Aktiv. Phoenix. Unbekannte Personen haben ein Leihfahrzeug entwendet. Was geht bei dir? 4-3-8-10-3. Hör mir auf, ich kann nicht mehr, Phoenix. Ich habe heute Akten erstellt. Ich muss Nachtschicht noch einlegen. Was los bei dir? Warte, warte, ich guck nach. Ist gut. Heute. Okay. Was hast du? Diebstahl und Betäubungsmittel. Ja, läuft doch gut. 4, 1, 2, 10, 20, Ja, Stress einfach heute. Stress, Ja. So schlimm. Ja, dann habe ich noch eine Bedrohungslage aufnehmen müssen. Ich kann das nicht. Du hast eine Bedrohungslage? Ja. Also du oder? Die Chefin von Gaza. Und da sollst du dich drum kümmern, oder was? Nee, ich muss dich auch sagen, ja, aber ich weiß nicht, ob ich die Akte mache oder jemand anderes. Okay, wild. Ja. Sehr wilde Geschichte, ja. Okay. Ja, ey, alles klar. Ey, super. Habe ich heute irgendwas... Wir haben übrigens einen Sergeant. Leitstelle für die wir haben einen neuen Sergeant, okay. Fabian Payne. Oh, der ist jetzt Sergeant geworden? In den Norden ja, fahren, heute kommen. Von Commissioner befördert. Okay, ja, wild. Ja, ich sehe es. Klar, weißt du Bescheid auch, ne? Ja, krass. Check 413. Hey, Norden, sorry, die Störung, bist du eingeteilt? Bitte? Bist du eingeteilt? Negativ, ich bin nicht eingeteilt. Ich würde es runterfahren, sind die Chance und gleich einen Kollegen mit aufnehmen. Willst du mitfahren? Ich bin gerade mit Vakalien, deswegen. Gerade nicht. Okay. Hey, Jukes, Phoenix. Ja, ciao. Hi, Phoenix.
Sergeant, einen wunderschönen. Guten Tag, hallo. Phoenix? Ja, bitte. Ab sofort, da ich jetzt mittlerweile in einer finanziell besseren Lage bin als du, möchte ich, dass du mich nur noch siehst. Natürlich, Sir. Na, ich habe den Leuten zwar gesagt, ich werde keine Wesensveränderung haben, aber ich werde mich komplett verändern. Ich werde ein komplett arrogantes Arschloch. Ja, und so kennt man dich. Ich werde mich nur noch mit der Führungsebene unterhalten. Alles unter Deputy 3, außer du bist die Ausnahme, weil ich dich gern habe. Alles außer du unter Deputy 3 rede ich nicht. Ja, cool. Nein, ich habe eben gesagt in der Ansprache, ich werde mich da nicht verändern. Ich werde trotzdem immer noch der Verrückte sein, der immer für jeden Witz zu haben ist. Ich meine, ganz ehrlich, man hat mir immer gesagt, so, ja, das und das musst du ein bisschen ablegen, aber der Commissioner selber hat mich heute befördert. Und der hat davon auch nichts gesagt und meine Arbeit ist trotzdem gut. Also wieso soll ich mich da großartig meine Persönlichkeit verändern? Ich bleibe, wie es ist, und ich möchte jetzt, dass er für die positiven Sachen nutzt, die neuen Möglichkeiten, die ich habe als Vorgesetzter, zum Beispiel auch ein Sprachrohr für die Leute sein, die sich vielleicht nicht trauen, den Mund aufzumachen, die vielleicht Angst haben, irgendwas anzusprechen, was ihnen nicht passt. Und gerade für die Leute, gerade im County, möchte ich jetzt da sein. Ja, super, dann brauche ich dich ja nicht, ist super. ja, du weißt, wenn mir was nicht passt, mache ich das mal auf, so, weißt du? Also ich beobachte das Moment und dann reicht's mir aber auch. Also es ist eine Menge gewesen, was passiert ist. Warum passiert so ein Scheiß eigentlich? Bitte? Also wir hatten eine Feedback-Runde, die ging 3 Stunden. Laurent hat da auch sehr viel ausgesprochen. Der hat sich aber ein bisschen doof verrannt, als er damit geredet hat. Weil Problem bei Laurent war, hat er vielleicht mal mit dir oder so geredet, wir hatten ja auch mal drüber geredet. Das große Problem, das hat er nicht machen sollen, der hat auch angesprochen mit, wir haben mangelnde Führungsebene und gerade mit der Sergeant-Prüfung, dass es auch problematisch ist, dass man lieber Leute auf längere Zeit beobachten sollte. Das habe ich nachher auch aufgegabelt und auch gesagt, ja, da muss ich auch Laurent zustimmen, dass man vielleicht jemanden nach Leistung beobachten sollte, ne? Und dann hat er aber einen Fehler gemacht. Der hat nämlich, anstatt als Beispiel zu nennen, hat er gesagt, so, ja, hier, Sergeant Reed ist ja auch befördert worden. Obwohl sie keine Prüfung gemacht hat und dann hat sie diesen Einsatz, der ist ja schief gelaufen. Ja. Und dann kam das nämlich so rüber, dass Tanaka hat gesagt, so ja, also alles, was ich nur gehört habe, bla bla bla, Reed ist scheiße und ich. Da hat er sich ein bisschen verraten. Ich weiß, wie er das meinte. Er meinte das überhaupt nicht so. Kann ich mir auch vorstellen. Aber eine Sache, wo ich dann auf die Barrikaden gegangen bin, er hat nachher gesagt, wie als D3. Haben keine Chance, Einsatzleitung zu machen. Und dann bin ich aufgestanden, weil du kennst mich. Ich habe gesagt, das stimmt nicht. Ich bin aktiv auf die Vorgesetzten zugegangen. Ich habe immer aktiv gesagt, ich will Einsatzleitung machen. Und dann habe ich auch alles bekommen. Ich durfte Einsatzleitung machen. Ich durfte Supervisor-Streife machen, weil ich auf die Leute zugegangen bin. Warum wird denn jetzt über Führungsfahrt schon wieder mit einem STX gemacht? Ja, bitte. Sorry. Als Sergeant-Prüfung habe ich auch gesagt, ich glaube, auch wenn Kurayama gesagt hat, dass es nicht nur daran lag, ich glaube persönlich, dass es daran lag, dass ich es nicht geschafft habe, weil ich so extrem fertig war wegen Prüfungsangst. Das war schon mal ein Nervenzusammenbruch. Ich war komplett am Arsch. Ein, zwei Tage später, ne, der Commissioner hat es ja selber gesehen, habe ich diesen Einsatz gerockt. Ja. Deswegen glaube ich persönlich, dass es wirklich sehr an diesem Nervositätsstatus war. Und dann habe ich noch was gesagt, dass ich es positiv mit der Führungsebene fand, weil ich habe keine Bauchschmerzen zu Trembly und zu Rebecca zu gehen. Und dann hat der Commissioner gesagt, ja, warten Sie mal. Dann hat er auf einmal alle Departmentleiter gerufen und dann hat er sich irgendwie nach hinten gestellt. Dann saßen wir da 5 bis 10 Minuten. Auf einmal höre ich nur von Eastwood, Payne, die reden über dich. Und dann ist er auf einmal zurückgekommen, hatte noch ein paar Sachen erwähnt. Er hat gesagt, so, ja, ich habe das mit den Führungsmangeln so mitbekommen, wie sie gesagt haben und alles. Und dann, alle, die drei, die etwas länger dabei sind, die kriegen jetzt, der Kurayama kriegt jetzt eine Nachricht, dass die jetzt bevorzugt ihre Sergeant-Prüfung machen dürfen. Und ja, ne, ihr Deputy Payne wird befördert zum Sergeant. Ja. So geht's auch. Ja. Ich saß da so beim Block so ein bisschen Tic-Tac-Toe gezeichnet. Und dann bin ich so, ich guck so nach oben, Moment, was? Was, Bruder? Und dann bin ich jetzt mit den Kätzchen unseren alten Albany, den wir haben. Du meinst diesen. Ach, den mit dem ihr unterwegs seid, diesen Esperanto oder wie er heißt, ja? Ja, den
kleinen Esperanto mit dem durfte ich jetzt hier hochfahren und hat sich schön nach vorne gestellt und gesagt, ja, Sergeant Payne, kommen Sie mal nach vorne. Okay. Ja, gut. Ja, ich habe wirklich ein dickes Lob vom Commissioner bekommen. Er hat gesagt, ich habe mich bewiesen, ich habe gezeigt, dass ich das kann. Ich habe gezeigt, dass ich die Einsätze sehr gut mache und so. Also das ist eine Sache, die kann ich mir eigentlich im Kalender festhalten, weil das hast du nicht mal jeden Tag, ne? Ja. Und gerade dessen, dass er sich deinen Namen merkt und dich dann auch persönlich von dem höchsten Amt des ganzen Departments befördert, das ist schon eine krasse Ehre. Hm. Ja, und ich will das wirklich fürs County nur fürs Gute nutzen. Ich bleib dem County treu, ich werde meine Kraft, meine Superkräfte... Ich bleib dem County treu, ich habe da mal so eine andere Story gehört, ja. Nein, ich werde meine Superkraft... 2 Wochen später an Del Perro, sagst du? Ja, genau. Ich werde meine Superkraft nutzen, um den County zu unterstützen. Und da ich jetzt Sergeant bin, kann ich ja offiziell Pressesprecher werden. Ja, mach doch. Nein, und erstmal ist jetzt meine Aufgabe, mein Ziel ist es ja längerfristig irgendwann Captain des Perro, sag ich, du Arsch. Mein Ziel ist ja längerfristig Captain des Palindo. Willst du Davis vom Probstoß, muss ich ihm dann eine SMS schreiben? Weil ich kann mir glaube ich vorstellen, da wir ja nicht Palito SO als eigenes Department haben und Sandy SO als eigenes Department, kann ich mir vorstellen, dass das wahrscheinlich bei uns irgendwann so gemacht wird, dass jedes Department so einen eigenen Captain hat. Mhm. Und mein Wunsch ist, Captain des Palito SO tatsächlich zu werden. Ja, hier hast du ja auch ein Captain's Office und in Sandy hast du auch ein Captain's Office und ja, ich glaube sogar genau. In Grapeseed hast du ein Captain's Office. Ja, aber der Vorteil, den ich habe, in Palito kenne ich mich komplett aus. Wenn da mal ein Ast krumm liegt, ich kenne da alle Leute, ich weiß sofort, was da los ist, weil ich da ja selber wohne. Ja. Und das wäre dann, was ich dann in Angriff nehmen würde. Aber mein Primärziel, die ersten Schritte als Sergeant 1, irgendwann als Sergeant 2 zu machen, weil... Erstmal muss ich jetzt die erste Erfahrung mit meinem ersten Supervisor berichten. Mein erstes Officer-Involved-Shooting Bericht. Ja, check so mitmachen, das auch wieder so. Ja, das muss ich jetzt erstmal alles langsam erleben und erfahren. Wie eine Rektaluntersuchung beim Zahnarzt. Ja. Der sich nicht als Zahnarzt herausstellt. Und du in irgendeiner Hinterhofgasse bist. Mhm. Und dann, als du nach seinem Namen fragst, er wegläuft. Mhm. Und du sitzt alleine in der Dorfgasse mit heruntergelassener Hose. Aber das ist ein anderes Thema. No. Nee, ist doch cool. Siehst du, ich bleib immer noch der folgte Pain. Mhm. Lol, das Lamester Police Department hat einen Hintereingang? Alles hat einen Hintereingang, du musst ja. Ja, aber wirklich so ein Hintereingang zum Zellentrakt direkt. Hier, das haben die auch. Hab ich gerade rausgefunden. Mhm. Geht der gute Hintereingang? Der ist ganz weit außen, ganz weit nördlich hinten am Parkplatz. Und da gehst du durch, dann hast du direkt so eine Annahmestelle. Mm. Und dann gehst du weiter durch und dann hast du direkt eine Annahmestelle mit Plexiglasfolie. Und dann ist da direkt die Zellenbereich. Also der ist schon extrem gut gemacht. Okay, cool. Habe ich als Sergeant nicht jetzt sogar Zugriff auf die Waffenkammer? Wäre auch das Erste, was ich mich fragen würde in dem Moment. Nee, weil dann würde ich irgendwie Schuss drin anbieten. 400 S und 4234. So, mir wurde mal gesagt, bei der letzten Einstellung so gesehen, nicht bei dieser. Ja, die war überfallbar, aber die Stelle. Fahren Sie an. Welch was? 400 S 1040, aktiv Richtung Tonga Valley Tankstelle. Ah, Tonga Valley, ja super. Sag mal, wo soll ich denn jetzt mit einem Esperanto anfahren oder was? Wo ist denn Tremblay? Ja, weiß ich nicht, der wollte mich. Ja, jetzt verreckst du. Der wollte mich auch noch irgendwie anrufen. Keine Ahnung. Nein, du bleibst jetzt. Was hast du gesagt, Dennis? Ich habe eine SMS geschickt. Fahren Sie ebenfalls. Mit Paul, wenn deine Charge spüren, du kriegst von mir die Erlaubnis. Kriegst von mir die Erlaubnis, alle Autos? Nein, das war Witz. Nee. 4, 2, 3, 20, aber jetzt, wo du ja Sergeant bist, ne, kann ich dir ja mit jedem Supervisor anlegen auf den Sack gehen, ne? Ich brauche neue Munition, ne? Ist wohl neue Munition Supervisor anlegen? Eigentlich schon, ja. Nee, Vorgesetzten. Ja, ah, aber du machst nur die OAS dazu, super. Du machst die OAS. Super. Ach, hast du noch keine OAS-Bericht abgegeben? Doch, ich hab sogar schon 3, glaube ich, abgegeben. Also wenn du noch irgendeinen offenen OES hast,
Ja, zur Übung kannst du mir einen schenken, dann kann ich mir allen schreiben. Ja, alles gut, ich habe momentan keine. Der erste war ja hier, wo ich angeschossen wurde. Zweite war mit dem Transporter. Und der dritte war jetzt. David, also meine Leistungsbewertung als Sarge ist, du schießt zu viel. Die Fresse. Schwarzes Charmin davor. Eine Pflicht. Ganz ehrlich, für die Verhältnisse in anderen Bundesstaaten schießen wir echt viel weniger. Viel weniger und ich bin stolz drauf. Zwei Personen, steigen ein, fahren Richtung Downtown, fahren in südliche Richtung von der Tonga Valley Tankstelle. Tonga Valley Tankstelle. You're a good day, sir. We're fahren weg von der Tonga Valley Tankstelle. Kein Sichtkontakt mehr. Wir fahren weiter in südliche Richtung. Die fahren ja. Solche bissigen Ausdrücke, die sind bei mir zu unterlassen, ne? Schwarzer Charmin mit der Geschwindigkeit Shamrock vorbei, weiter in südliche Richtung. Ist jetzt schon eine Kreuzung. Staatsanwaltschaft auf Höhe der Staatsanwaltschaft in wenigen Sekunden haben kaum noch Sichtkontakt. Was sollten wir hier weggehen? Weiter in südliche Richtung, Richtung Sipi. 431 und das Parkhaus. Kannst du hier Eastwood auch mal sagen, ne? Hier, er ist echt demotivierend, der Junge. Weißt du, er hat mich einfach demotiviert. Ich war gestern fast 12 Stunden da und dann hat er mich komplett demotiviert. Ich weiß es nicht. So, und jetzt bin ich heute, 28 Minuten da, ne? Letzte Woche, also seit dem 14. habe ich nie weniger als 4 Stunden gearbeitet. Also den einen Tag weniger. Als frisch beförderter Sergeant gebe ich dir einen Rat. Erstens, einmal ist keinmal. Ja. Beim zweiten Mal sollten die Alarmglocken klingeln. Wie viele Stunden hast du letzte Woche gearbeitet? Wie viele Stunden hast du letzte Woche gearbeitet? Letzte Woche 12 Stunden. Hm? 12 Stunden, aber ich war das Wochenende ja auch nicht da. 12 Stunden, ja gut. Wie viele Stunden hast du die Woche davor gearbeitet? Warum fragst du mich? Ja, weiß ich nicht. Ich habe letzte Woche einen neuen Rekord aufgestellt. Davor die Woche habe ich 33 Stunden. Ja, ich schmeiß mal von der Woche davor 51,5 in den Ring. Schmeiß mal von letzter Woche 56,5 in den Ring. Also so pegeln mich in den meisten Fällen so bei 20. Wir übernehmen 2 Fahrer. Ja, mehr mache ich immer auch nicht. Ich will mich auch nicht überstürzen. Ich bin jetzt auch ein bisschen angeschlagen. Ich habe ein bisschen Reizungs- und Kopfschmerz. Ja, jetzt fangen die Wehwehchen an als Sergeant, ne? Jetzt sprich mich voll an. Ah, ich bin angeschlagen. Nein, ich bin wirklich angeschlagen. Erstmal Urlaub nehmen. Erstmal 3 Wochen Urlaub machen und dann nur noch alle 2 Wochen mal vorbeikommen. Ja, ich mach den ab und zu Ding. Ab und zu Ring. Ab und zu Ring, ja. Ich gehe in Dienst und dann stelle ich mich irgendwo hin für 2 Stunden, mach Verkehrsüberwachung und gehe wieder aus. Was hältst du eigentlich davon, eine Einzelstreife, die auf Überführungsfahrt ist mit dem Officer 1, anzuweisen, einen stillen Alarm anzufahren? Daraufhin leitet der eine 1060 alleine. Ist das jetzt gerade, wer ist das? Nee, das ist jetzt gerade nicht los, aber das war jetzt die Tage irgendwann. Wer war das? Was ist Elis war das. Elis war das, der alleine in einem Victor eine 1060 geführt hat, weil die Leitstelle ihn dazu angewiesen hat. Was? Es war super weird. In eine Gasse, steigen aus, Waffe, 10 oder? Nee, der ist Office 1. Es war abends irgendwann, also es war nach 20 Uhr auf jeden Fall. Der hat eine Überführung nach Depero gemacht, um außer Dienst zu gehen. Und hat dann die Anweisung der Leitstelle bekommen, stillen Alarm Tonga Valley Tankstelle anzufahren. Daraufhin hat er eine 1060 geleitet, weil die halt vor Ort weggefahren sind. Und wir sind. Alleine anzufahren, kein 1010. Ihm wurde eine 1010 zugewiesen. Die Sache ist, die 1010 war aus dem Norden, die war in Sandy oder sowas. Wir sind dann auch noch mit angefahren mit der 531 und wir sind
Ich glaube, wir haben die 1060 haben wir ganz am Ende gefunden, wo der Täter gestellt wurde, wo aber Alice auch schon nicht mehr dran war. Das heißt, Alice war locker 5 bis 10 Minuten war der alleine dran. Wie lange war... Welche Dienstnummer war da? Alice ist... 3... Boah. Jetzt fragst du mich Sachen. Schreib mir die kurz mal per Handy. Ja, aber Alice hat nicht hat nichts falsch gemacht. So gesehen. Der hat nur eine Anweisung gehört, dass er anfahren soll. Und hat das dann gemacht. Ich wollte nur mit ihm mal reden, wie aus seiner Sicht was da passiert ist. Ja, 309 ist Elis. 309, dann kann er mir vielleicht das mit der Leitstelle sagen. Aber danke ich dir. Jo, kein Problem. Nee, das war mir nur aufgefallen und dann kam im Funk auch so von Kukum aus so, hey Elis, sind sie alleine? Und dann meinte er so, ja. Und Kukum dann so, ja. Also vielleicht hat das Kukum schon geklärt. Ich mit okay, funken sie weiter. Also Kukum wirkte auch so ein bisschen überrascht. In dem Moment. Ja, aber hat ihm gesagt, er soll einfach weiterfahren. Okidoki. Ja. Gut. Jo, tschüdelü. Jo, ciao. Richtung Westen, Richtung C-Box MC, biegen hier ab in die Unterführung beim C-Box MC Richtung Westen. Jawohl, kannst du dich verfolgen. Ja, weiter Richtung Westen aktuell. Hast du Richtung Süden abgebogen, kommt Süden aus der Unterführung raus. Fahrzeug biegt vorher ab Richtung Westen, wird Nordseite Rotes Parkhaus rauskommen. Fahrzeug vorher abgebogen, Ostseite Rakete ist Richtung Norden. Ostseite-Rakete ist Richtung Norden, weiterhin Richtung Norden. Für Rockford Drive westlich, fahren zu auf Rockford Plaza jetzt, Richtung Westen. Auf die Unterführung zu, in der Unterführung. Aus der Unterführung raus, Westseite Rockford, Süden Richtung Handy. Hat Pylon umgefahren, weiter Richtung Süden. Sind jetzt südlich Rockford Drive, Korrektur Rockford Plaza abgebogen Richtung Handy. Fahrzeug kommt zum Stehen hier. Doch nicht, fährt wieder weiter. Fahren auf die City Hall zu. Hallöchen, Zollettner. Südöstliche Seite City Hall. Fahren weiter Richtung Südseite City Hall, weiter Richtung Westen jetzt. Nordseite Andy, weiter Richtung Westen. Abgebogen. Sheriff, Hallöchen. Büro Richtung Folgendes. Westseite City Hall Richtung Norden. Wegen deiner SMS, ne? Du hast mir wahrscheinlich geschrieben, dass, weil du keinen besetzen darfst normalerweise, ne? Ja. Ja, also pass auf, folgendes. Erstmal gilt im BCSO folgende Regelung. Egal, was du für einen Einsatzerfolg brauchst, ist. Ja, wenn du der Meinung bist, brauchst du jetzt die Rescue für den Einsatzerfolg, dann nimm sie. Okay. Ja, es wird dir keiner vorreißen. Es muss aber begründet sein, ne? Mhm. Das heißt, wenn jetzt natürlich jetzt, du fährst mit Anmark, ja, hätte einer Werner waffenlos gewesen, du fährst jetzt hier 60 mit Anmark, dann wird's schwierig. Mhm. Aber so, wenn du eine Karre brauchst, nimm ihn. Scheißegal. Okay. Wirklich. Ja, die heiße ist natürlich nicht dafür, ist natürlich ausgenommen vorher. Ja, gut. Klar. Aber Prini, ihr könnt ja alles nehmen, was ihr braucht für einen Erfolg. Das ist scheißegal. Jo. Wirklich. Dann müsst ihr auch nicht schreiben oder sowas. Das ist alles cool. Macht euch da keinen Stress. Okay. Alles klar, weiß ich Bescheid. Also, und das zweite, wenn gibt's hier das so, ich muss mal gucken wegen der Aufteilung, wegen den Leuten, damit es nicht zu wenig wird irgendwo. Ja, ich habe schon gehört, dass da schon alle Plätze vergeben sind. Dementsprechend ja, ist das auch fahren, ja. Alles gut. Ja, wir gucken mal, wenn der nächste hochkommt, dann kannst du ja dahin, das ist ja nicht das Problem. Ja. Okay? Sagst mir aber Bescheid, dann, wenn jemand hochkommt, ich hab's auf dem Pin. Schreib's mir auf. Ja, alles okay? Gut. Kein Stress dahingehend. Perfekt. Ja, alles gut, ne? Ich werde eure Wünsche irgendwie erfüllen, das ist ja mein Ziel. Ne? Deswegen sag Bescheid, ja? Ja, klar, mach ich. Okay, hast du noch irgendwas, oder? Ansonsten nichts weiter, ne? Ja, das ist Rappen, ruf mich an oder sowas, ne? Jo, klar, mach ich. Alles klar, perfekt, ich wünsche dir was, ja? Jo, ich danke Ihnen, bis dann. Dann, ciao, ciao. Ja, ciao. Ich bin in der Baustelle. Der Täter, der TV ist unten in der Baustelle. Unterstes Stockwerk. Bitte alle da, ein weiterer TV und Custody. Ja, es waren 2 TVs an die meldende Einheit, oder? Scheinverhandlung? Herr Leiter, die 400S ist, wie gesagt, beide 1030 nördlich Diamond Casino. Diamond Car. Ja, verstehe. Dann gute Arbeit daran. Moment, was? Okay, okay, was ist das? Ja, Overwatch meldet sich negativ. 28.03.2030. Der wurde jetzt vorgeladen. Der gestaltete TV an der Baustelle, die Situation nicht erschienen. What the fuck? Ja, check,
euch wieder sehen. Wir können euch sonst so gut nicht helfen. Check wird umgesetzt. Das ist doch ausgehend. Das ist nicht eingehend, das ist ausgehend. So, Reyes ist eingehend. Check. 270. Ja, Kokum für den Overwatch Frage, es waren 2 TVs, oder? 95 HE ohne Staatsanwaltsanhang und das ist die Department of Corrections. Hofft auch. Okay. What the fuck? Check. Ging nur darum, ob wir mehr wissen, also. Mir nicht bekannt, negativ. 2 Personen haben wir gesehen, wie sie aus dem Laden flüchteten. Ich weiß nicht, ob hinten im Auto zu dem Zeitpunkt jemand drin saß. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, aber der ist doch nicht zu seiner Vernehmung erschienen. Bitte der Rangfürste Officer am Boden fertig abhandeln und übernehmen der Overwatch-Trainer. Wurde vorgeladen, nicht erschienen. Ja, das ist halt auch strong. Die ist halt eigentlich tot, ne? 15:30 hier ein bisschen in der Stadt rumstehe. Bitte einmal die 400S fragen. Wir übernehmen auch die Akte. Komm. Ja, check so bitte. 400S, VL, komm. Ja, die Fahrerin ist gerade wieder. What the fuck? Check. Ja, 400S, herzlich willkommen. Was ist das? Haben Sie ein TV bei sich? Chavez freigesprochen, Rivera. Akte verjährt am 7.05.2023. März. Die 231 nimmt den Funkspruch auf, so negativ. 400S hat keinen TV. What the fuck? Ja, checkst du mit als Info, das Auto ist offen, das heißt, wir können dir vor Ort durchsuchen, das Auto sogar noch an. Ja, ne? Wild. Sehr wild. Ja, ich erstmal ein bisschen was. Jetzt 1 hat 1 TV, schwarze Dreadlocks, weißes Tank, wobei, grüne Hose, weiße Schuhe. Wir lassen uns eben einteilen. Leitstelle für 556, komm. Einteil bereit, Palito BSO, komm. 556, Ende. Hab dich gesehen, STX. Wenn du draußen vorbeigefahren bist. Ein Auto für 250, komm. Zur Info, Standort 250 bei der 411. Bin an unserem Auto, bis Sie zur Info kommen. Check 250, ich werde noch ab und verlegt dann zurück zu unserem Fahrzeug. 250 Ende. Ja, Anweisung der EL, die Einheiten, die gerade die beiden TVs bei sich haben. Fragen Sie die mal, warum die eine Poliermaschine im Kofferraum haben, ob das Diebesgut ist aus einem anderen Fall oder warum die dabei ist. Ne, was? Was für eine Maschine? Wild. Sehr, sehr wild alles. Kann man mal mitteln hier. Was?
10-3, Erkennung. 5, 6, 9. Check. 5, 6, 9. Eure Kennung im Streifenblatt ist S02. Ja, habe ich dann auch gesehen. Wurde mir gerade gesagt. Super. Hey, super, tschüss. Ciao. Alter. Das ist das Einzige, was du dir merken musst, wenn du mit einem Anmarkt unterwegs bist oder mit sonst irgendeinem Spezialfahrzeug. Musst du dir einfach merken, dass das nicht das ist, was auf dem Dach steht. Auch wenn 569 auf dem Dach steht, aber hey. Vor allem, Eastwood, du bist da drin. Ach ja, ja, wir warten mal, ne? Ja. Hello. Hallo. Sag mal, in welchem SO bist du? Sandy oder Paleto bin ich, ganz oben. Aber vielleicht kommen ja jetzt gleich Eastwood, Payne und der Sheriff hin und vielleicht wird man das aufgeteilt, mal gucken. Vielleicht, ja, entweder das. Das wäre natürlich die Optimum-Lösung, ne? Dass Finn und Trampley sich auf euch beide dann so. Eine Information der Leitstelle, kontrollieren Sie ihr Bord, der Streifenblatt, die wurden Sektoren zugeteilt. Leitstelle, Ende. Also ich weiß nicht, die sind gerade Brunos Pitstop und der Wagen muss eigentlich wieder hier hin, deswegen. Oder muss der hier hin? Ja, gut. Nee, ich glaube, der muss nach Sandy tatsächlich. Ich weiß es nicht, der ist in Sandy Shores eigentlich, deswegen wundert es mich. Aber es ist kein Problem, wir kriegen das uns gleich auch hin. Das Problem ist, die 531 ist leider auch gerade gebunden irgendwie, die ist 1020 gemeldet. Fahrer der 411 von der Gestellte 1060, wer war der Fahrer? Komm. Der Wagen bewegt sich wieder, vielleicht kommt er jetzt hier hin, mal gucken. Check, wir werden es herausfinden. Ich bleib ihm kurz dran. Ja, er fährt schon mal die Hauptstraße hier entlang. Ja. 423. Er kommt auf jeden Fall aufs SO zu. Okay. Wir warten es mal ab. Vielleicht haben wir ja Glück. Halt mir auf dem Laufenden. ja, fährt weiter aufs SO zu. Ich sehe ihn nur im Live-Tracking, deswegen. Jetzt müsste er gleich in der Kurve sein. Ja, ich sehe ihn nicht vorbeifahren. Bedeutet, er ist vielleicht auf dem Parkplatz gefahren. Ja, er ist auf den Parkplatz gefahren und parkt, glaube ich, gegenüber von den Haupteingangsparkplätzen. Warum steht hier überhaupt ein STX drin? Ach, egal, ich verstehe es nicht. Ja, gut. Klärst du das dann einmal mit denen, dass du da mitfährst? Dass ihr euch aufteilt? Ja, klar, kriege ich abgeklärt. Stimmt irgendwie. Mal gucken. Und ansonsten melde ich mich nochmal. Jo, alles klar. Dann melde ich gleich nochmal. Jo, bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Das ist umständlich. 1420, der Zero 4. Payne? Ich stopp Phoenix, wo ist Payne? Check. Wie, wo ist Payne? Payne steht da vorne und telefoniert, was ist mit dir? Ja, wir schmerzen auch alles, ne? Ja, jetzt fangen die Wehwehchen an, ne? Ja klar, seit jemand Sergeant ist, kriegt er 10.000 Anrufe. Ja, echt, ey. 431-1020, up to date, Community Policing. Warum steht hier ein STX? Habe ich gegessen. Den gerade eingepackt haben. Ich frag nicht nach. Wir fahren ja gleich weiter, ne? Deswegen steht er einfach jetzt hier.
So viel noch zu machen. So viel. Ich kommentiere noch nichts weiter zu. Dann packt man die eigentlich gegenüber, weil... Bitte doch Fuhrpark machen. Sam, bei meinem Funkspruch gar nicht durch. 462, Fuhrpark. Check. Und dann warten wir auf Bane, was Bane sagt, ob der hier rausfährt, Henry. Und sonst nehmen wir dich mal mit, ne? Ja, sonst nimmt er mich einfach mit, weil Trembley ist ja auch noch da. Dann könnte ich superweise Einweisung machen. Also. Aber ich düse mal schnell auf Toilette, sonst wird das hier nichts. Mhm. Nicht abgeschlossen. Und sonst so als fit. Ja, und selbst. Auch. Hallo Max. Hallo. Ja? Sergeant. Oh mein Gott, Dave! Nimm die Hand jetzt runter, was ist los mit dir? Was, Sergeant? Du bist Sergeant Payne? Hallo! Oh Gott, das PC ist komplett unter. Meine erste Anordnung, kostenlose oder zwei! Come on. Max, du hattest recht gehabt, ne? Gehen wir, Ben? Ja, das ist gut. Glückwunsch. Nee, das ist wirklich sehr lieb, danke. Und wen haben wir hier? Wer ist der Kollege? Phoenix. Das ist David. Phoenix. Ach so. Auch meine süße Maus. So viele neue Leute. Wahnsinn. Nee, aber ja, so neu bin ich nur noch wieder nicht, aber ist okay. Ich bin trotzdem noch der verrückte Ben, den man kennt. Aber ich will halt die Möglichkeiten, die ich habe, zum Guten verwenden. Ne? Auch gerade eine der Hauptsache ist, gerade so Kollegen zum Beispiel, die vielleicht, ich weiß, bei euch ist das Problem jetzt nicht, aber es gibt auch vielleicht Kollegen, die zum Beispiel es nicht hinbekommen, gerade wenn die sich irgendwie Deine Amtsansprache nochmal, ist okay. Negativ was äußern möchten oder was denen nicht passt, die das vielleicht Probleme haben, weiterzugeben und zu äußern. Und ich bin halt immer so ein bisschen so der Kumpel-Buddy gewesen und ich hoffe einfach, dass ich mit meiner Einstellung den Leuten so ein bisschen Mut machen kann, dass die mal, wenn die mal ein Problem haben, auch ein bisschen, vielleicht sich dann mit rauszureden. Ja. Das also ich seit 11 Monaten, seitdem ich bin, hier nicht geklappt und ich merke gerade wieder, es klappt nicht. Wunderbar. Aber wir schauen mal, alles gut. Ich versuche diese Vertrauenslehrerbasis weiter durchzudrücken. Ja. Apropos Vertrauensbasis, Trample ist immer noch am Telefonieren oder wo ist der? Dave, komm mal mit. Ja. Max, kannst du auch mitkommen. Ja, dann lass mich halt hier stehen, ist auch okay. Ja, EL meldet, der Einsatz ist soweit Code 4 und halt beendet, die 412 ist wieder aktiv, die 413 und 400S bleiben vor Ort, kümmern sich noch um den TV und sind danach auch wieder aktiv. EL, Ende. So 50 Taylor für ein Auto kommen. So 50 Hertz kommen. Ja, kommen Sie mal zurück zum Auto, wir haben hier gleich einen Transportfahrer kommen. Check, kommen. Ende. Aktiv.
Was schon wieder? Keine Ahnung, irgendwas, wo ich nicht dabei sein darf. 438. Supervisor-Gespräch? Ich denke nicht. Wahrscheinlich ist es die Thematik, dass der Commissioner vorhin erwähnt hat, dass alle, die jetzt schon länger Deputy 3 sind, für die Prüfung freigegeben werden, sofern sie Lust haben. Ja, nee, nicht alle. Nein. Sanders und Vakarian und Laurent. Ja, die schon länger D3 sind jetzt. Nein. So hat das mir eben gesagt. Wer? Pain. Also, er hat alles anders formuliert, der Commissioner. Keine Ahnung. Die 103. Endlich im OHK machen fahren. David Mann. Ja, Fabens. Ja, ja. 4, 2, 3, Leitstelle, komm. Hört sie, komm. Und sonst alles gut bei dir? Ja, sonst alles gut. Check wird gemacht. Und bei dir? Ja, läuft vorwärts und rückwärts, aber läuft. Das ist so schön. Das Ding ist, dir muss bewusst sein, wenn die Sergeant werden, die können auch jederzeit in andere Departments versetzt werden. Mhm. Und da die Sergeant-Rolle ausüben. Jo. Ja. 4122 MAPD. Einzige Frage, die ich mir stelle, warum passiert so ein Scheiß eigentlich immer, wenn ich nicht da bin? Ey, sei froh, dass du nicht da warst. Warum? Das war so verfickt anstrengend. Das hat, glaube ich, 3 Stunden oder 4 Stunden gedauert. Mhm. Zwischenzeitlich froh, dass ich rausgehen konnte. Hast du irgendwie ein Energy oder so für mich? Natürlich. Ey. 01, der du bist ein Schatz. Ja. Lol. Eastwood! Bane! Hi. 4, 2, 3, 10, 20, Lambda. Achso, du willst es auf Streife besprechen. Check. Okay, perfekt. So, was ist mit euch jetzt hier? Ich will Kaffee bringen oder was? Ja, auf meine Ausrüstung. Ja, du kommst jetzt mit. Aber der Rest und kann dann würde ich wieder raufhoppen auf Streife. Ja, gut, dann such dir einen Scheibenpartner. Hast du einen Scheibenpartner? Ich werde dich ja aufteilen, 2-2. Dann such dir einen aus und dann gebe ich dir eben kurz deine Klamotte und dann fertig. Wie passt es denn jetzt am besten, sonst... Ja, du bist Sergeant, du kriegst das hin. Ja, gar nicht. Warte, bitte. Hm? Oder warte, ihr wart schon bald eingeteilt, ne? Ich bin nicht eingeteilt. Dann nehme ich schnell mit. Ja, dann wohl. Okay, gut, dann komm mit Pain, dann holen wir jetzt. Ey, Pain, ich brauche dich auch irgendwie Max, Sergeant, ne? Schüchtige bitte den Eastwood, ja? Ey, was mache ich denn jetzt? Okay. Nee, kannst du nicht machen. Eastwood, sei nett! Ich bin immer nett. Eastwood. Alles klar. 4, 2, 3, 10, 20, Lamesa, Politik. Check. Alter, ist der stinkig, ey. Du musst, als Tipp für dich, David, du musst den Sheriff manchmal so ein bisschen auf den Rücken klopfen. Das mag er. Hm, musst du aufpassen, dass ich meine Waffe nicht nehme und dir hier ins Licht schieße. So, hast du deine hol mal deine Klamotten. Mach deine Hände so weit frei. Und dann kommst du zur Waffenkammer, ja? Check. Okay. Ready? Ja. Na dann, gehen wir zur Waffenkammer, ich komme sofort, ja.
Cool, ja, das kann man. 4, 3, 1, aktiv! Check. 4, 3, 8, aktiv. Check. Ich, oh, meine Nase kribbelt, ey. Moment. Boah, so. Hey, ho. Wunderschön. Überhaupt noch irgendwer aktiv gefahndet? Noch dieser Kater. Und das müssen wir mal kurz angucken. Wann schreibt man seinen Dienstkürzel davor? Ach, McKinney. Die 224 und die 580 lösen sich aus der 531. Diebstahl, Diebstahl, Körperverletzung, Waffenbesitz, schwerer Raub, Diebstahl, Raub, Körperverletzung. Ah, super. Wofür fanden wir den illegale Tuning-Teile? Leitstelle für die 596, komm. Warte, komm. Ja, für Sie zur Information, falls Sie es noch nicht wissen, das FD ist beim E-Werk mit sehr vielen Fahrzeugen und macht dort wahrscheinlich eine Übung, komm. 4.8. Ja, da kam über mit, komm. Ja, wunderbar, 596, Ende. Seit dem 4.8. und schon so viele Aktenkosten. Auch erstmal schaffen. 518 wieder aktiv. Ach, Jones. Der wird gefahren für $110. Ja, super. 4, 3, 8, 10, 20, Lappwörter Yachthafen wechselt auf eine MPU-Streife. Check. Die 1-1 aktiv Richtung MAPD. Check. Bei 21 Meilen. 101 Meilen. Alter, der ist ja komplett am Durchdrehen. Trag auf Führerscheinentzug, ja. Sehe ich genauso. 4, 3, 1, zurückkommen. 4, 3, 1, zurückkommen. Fahren Sie das Lamesa Pianzern, die Stadt auf und bündeln zwei neue Streifen mit der
Hallo, ja, der Sheriff ist gespielt. Mhm. Nee, das ist La Mesa PD. Komm, ja, Korrektur, wir fahren La Mesa PD ankommen. David. Ja, bitte. 5, 1, bist 9, du bereit? Aktiv. Wofür? Check. Wofür muss ich bereit sein? Die Schreibe von. Ich gehe davon aus, ja. Okay. Bis denn. Dann. 413-1050 1TV Richtung La Mesa. Gut, David? Hm? Was ist? Alles gut, David? Ja, alles gut. Was ist los, Trauerklos? Ja, bin irgendwie, weiß nicht, heute nicht so gut drauf. Ich aber auch irgendwie nicht. Ich wurde zwar befördert und das freut mich auch wirklich riesig und alles, aber ich bin körperlich angeschlagen. Ich habe den übelst ekelhaften Reizhusten und ich habe heute Morgen so scheiße gepennt. Kennst du das? Wenn du so Kopfschmerzen hast wegen der Nackenverspannung und dann strengst du den Nacken so in irgendeine Richtung und dann werden die Kopfschmerzen richtig schlimm. So was habe ich heute. Na super. 5-3-1. Deswegen werde ich auch nicht lang machen. Bis 22, 23 maximal. Ja, ich denke mal, ich mache jetzt irgendwie eine halbe Stunde noch oder so. Ganz ehrlich? Ich schließe mich bei dir an, dann machen wir eine halbe Stunde Stündchen und dann machen wir Feierabend, ne? Ja. Wir haben übrigens Lost-Aktivität jetzt hier im County. Ich weiß jetzt nicht, ob du es letzten Tage auch gesehen hast, aber heute ist es ganz besonders stark. Hey. Hi. Jeffy für dich auch. Ich weiß nicht, ob du es auch die letzten Tage gesehen hast. Kann sein, dass ihr alle Informationsstand viel besser seid als ich, weil ich die letzten 3 Tage nicht da war. Ich war eine Woche nicht da, also. Ich habe heute Mittag 2 Motorräder vor dem Lost Clubhouse gesehen. Und so viele Infos kann ich dir geben, dass du gerade über beide Stoppschilder gebrettert hast und viel zu schnell war. Ja, komm. Jalla. Soll ich beide Stoppschilder? Ja. So schnell wie der war, hat er nicht gehalten. Schauen wir uns mal eben an. Wenn wir unsicher sind, dann machen wir einfach eine allgemeine und fragen erstmal einfach nach. Na, weil auf Verdacht, dass er eine OW begangen hat, können wir ihn ja auch anhalten. Wenn wir ihn überhaupt bekommen, das ist die nächste Folge. Ja, der war ziemlich fix. Willst du fahren? Oder soll ich fahren? 4-3-1-10-20, La Mesa BDD, die 487 löst die auf der 4. Kannst du jetzt gerade auffahren, lass mal gucken, dass wir den kriegen. Check. Warum bist du schlecht gelaunt? 4-1-3-10-30, La Mesa BDD. Weiß nicht, ich bin einfach irgendwie, weiß nicht, gestern war irgendwie so ein Tag, der hat mich einfach demotiviert, ich weiß nicht. Es wurde auf Leute geschossen, wir haben die Anweisung gekriegt, statt irgendwas aktiv tun zu können, die Kollegen da abzuholen. Ich habe jetzt 2 Tatortfotos und einen Haufen von Projektilen. Ich glaube, das war so ein rötlicher Wagen, zumindest sah er so aus. Hat der Unterbodenbeleuchtung an? Kann ich nicht sagen. 400 S, 20, nee, der sah nur so kurz aus von der Entfernung. Oder? Check. Oder sind das eine Hecklichter? Also, so wie es aussieht, hat er keine Lichter an. Aber rechts leuchtet irgendwas, ne? Ja. Ja, das sieht nach Unterbodenbeleuchtung aus. Ja, weil die Hecklichter nicht leuchten, ne? Doch, jetzt die Hecklichter leuchten, aber eben sah es aus wirklich nach Unterbodenbeleuchtung. Es hat irgendwas nach rechts geleuchtet, auf jeden Fall. Aber wir wissen nicht offiziell, ob der das ist, ne? Ja, doch, der sieht aber dementsprechend aus. Also rausziehen können wir den auf jeden Fall. Frage einfach mal auf Kontrolle, ob er über den Stoppschild also gefahren ist. Wenn er Nein sagt, ist es halt schwierig nachweisbar, ne? Wie wir überhaupt ankommen. 20, die Karre müsste fix sein. Nachher endet das wieder wie die letzte Aktion mit dem Typen, wo ich da zusammengeklappt bin. 5, 1, 2, 10, 20. Das wird ein passiver C60. Wie komm ich wieder? Also wenn er in der Innenstadt genauso schnell fährt wie jetzt, dann können wir davon ausgehen, dass der abbauen will.
Er zieht jetzt gerade voll durch. Ja, mal vorher sind wir rangekommen. Ja, 531 mit einer passiven 1060, ein roter Sportwagen, vermutlich ein Issas, fahren gerade West Highway, Fahrt Richtung Süden, kommen gleich Pacific Bluffs Tankstelle raus. Sag mal, das Verdacht liegt da, dass er wahrscheinlich über ein Stoppschild gefahren ist in die Folge. Person ist höchstwahrscheinlich über ein Stoppschild gefahren, wird gerade langsamer, fährt jetzt nördlich Pacific Bluffs Tankstelle, Fahrt Richtung Osten. Ja, Fahrzeug halt an, jetzt 1026 mit dem Fahrzeug, lilaner Sportwagen, vermutlich ein Insasse. Kannst du übernehmen, weil du hast den gesehen. DBPZG. Hab die Motor gerade wieder kurz angemacht? Mhm. Ah, die 531, das ist am besten Einheit in der Nähe ist. Wir sind bei der Pacific Bluffs Tankstelle. Die Straße weiter Richtung Nordosten hoch zum Golfplatz. Das Fahrzeug hat gerade kurz wieder den Motor angemacht, nicht, dass er gleich wieder wegfährt. Amelia Hazelwood. Ja, soweit aber in Ordnung. Nicht eine Ordnungswidrigkeit. Ja. Fahrzeug hat vor Brian Copeland gehört. Aber vielleicht ist sie. Aha. Gut, ja, vielleicht ist sie auch ein bisschen nervös. Kann ja auch sein, erster Verkehrskontrolle. Ja. Der Fahrer steigt aus und stellt sich auf die Beifahrerseite des Fahrzeugs. Das kam an, oder? Ja. Ja, kam an. Es wird kein zweiter drin sitzen, ne? Ja. Wahrscheinlich nicht. 404 so. Und 416 Führungsfahrzeuge. Ich stelle mich zur Motorhaube. Ja, klar. Ja, einen wunderschönen. Guten Tag. Die 556 Blenker und die Sheriff Office. Hallo. Eine allgemeine Person- und Verkehrskontrolle. Wir bräuchten einmal von Ihnen den Führerschein und den Personalausweis. Sollen Sie bekommen? Bitte sehr. Alles klar. Miss Hazelwood, richtig? Mhm. AD 531, ja. 4-26, die fahren zurück. Da können Sie wieder wegstecken. Ja. Auf welchen Führerschein haben Sie eigentlich noch nicht? Naja. Ja, Personenbeförderungsschein fehlt mir noch. Na gut. Ja, vielleicht ein Ziel. So. Ja, ja, oder Bus, ne? Wäre auch noch ein Ding. Ja, mal gucken. Mhm. Ja, Busfahren ist schön. Gut, haben Sie einen gültigen Erste-Hilfe-Kasten dabei? Ja, müsste ich aus dem Auto holen, weil der vorne im Handschuhfach ist. Weil hinten wird der immer rausgeklaut. Ja, klar, dann machen Sie das. Und den rausholen? Ja, machen Sie das. Passiert das öfter, dass Ihr Auto aufgebrochen wird? Bitte? Passiert das öfter, dass Ihr Auto aufgebrochen wird? Ja. Okay. Das ist halt so ein Ding, ne? Irgendwie hier in diesem Staate. Warten Sie, ich hole mal eben aus. Aber jedes Mal, wenn das passiert, das haben Sie das bei uns gemeldet, oder? Ja, bestimmt. Machen Sie es, glauben Sie mir, machen Sie es wirklich, auch wenn es manchmal nervig ist, das ist ja auch kostenlos für Sie, weil vielleicht lässt sich dann am Ende ein Muster erkennen. Ja, das kann natürlich sein. Ich reiche Ihnen die mal rüber, bitte sehr. Mhm. Oh, alles klar. Ja, wunderbar. Mhm. Der passt auch noch. Und dann können Sie hier den schon mal wieder haben. Mhm, so, danke schön. Alles klar. Gut. Ja, soweit wäre es dann von unserer Seite tatsächlich 4, schon. 2, 3, kurze Frage meinerseits, ist das Ihre erste Verkehrskontrolle? Nee. Okay. Ich habe tatsächlich mal eine Frage. Ja? Na, ich hoffe, die können Sie mir soweit ehrlich beantworten. Waren Sie gerade eben in Palito Bay? Ja. Sind Sie da gerade außerorts rausgefahren? Ja, ich habe an zwei Stoppschildern angehalten, ja. Okay, okay. Mhm. Ja. Ich habe erst an dem ersten ein Stück weiter und habe dann am zweiten, weil dann musste ich nämlich erstmal mein Radio anmachen, das weiß ich noch. Das kam nämlich bei uns so rüber, weil Sie halt so schnell angefahren sind. Dementsprechend wollten wir jetzt einmal auf eine Verdachtskontrolle einmal überprüfen, ob da alles in Ordnung ist. Und so wie Sie es mir auch gesagt haben, glaube ich Ihnen da. Ja, nee, also Safety first und so. Mhm. Weil viele achten da nicht drauf und manchmal macht man das als Mensch, das ist ja auch ganz normal. Ne? Ich gehe auch davon aus, dass es da eine Fehlerquote gibt, weil man einfach Mensch ist. Sein. Ja. Aber ist halt eine wichtige Kreuzung, deswegen achten wir da so penibel drauf. Ja, ist auch richtig so. Okay, wir müssen noch mal weiter, bekommen Sie lieber. Hört Sie, kommen Sie. Ja, danke schön, dann einen schönen Tag. Ihnen. Passen Sie auf sich auf. Alles klar, ciao.
Check, so mit 1040, komm. O14 aktiv. Kommt noch eine Unterstützungsstreife, ja, ne? Wir sind die Unterstützungsstreife. Oh, wunderbar. Ja, ich habe irgendwas mit stillen Wohnungsalarm gehört. Wir fahren am besten direkt mal mit kurz wo nur hin an. Ja, habe ich dir schon ins Navi geholt. Ey, du willst nicht wissen, ich bin frisch Sergeant geworden und ich habe einen Anruf nach dem anderen bekommen, ne? Beschwer dich nicht, du wolltest immer Sergeant werden. Mir macht Spaß. 10, 20, mir macht's wirklich Spaß. Okay, aufpassen. Ja, die Streife ist schon da. Ja, wir priorisieren, wir gehen auf 3. 5, 1, 9, 10, 20, südwestlich. Happy Scrap Yard, Schakette ist aber. Check. Achtung. Dafür bildet aktuell keine Sicht am Wohnungsbuch, warten auf den Innenraum mal schauen. Achtung. B02 421 ist jetzt Einsatzsuche auf die 06 Löwenstein Boulevard. Ja, wird das noch gecheckt von der Leitstelle oder? Meine Fresse. Außen haben wir nichts gesehen. Würden mal reingehen. Geht davon aus, dass es sich um das Objekt handelt? Wir haben sonst nichts gesehen und hier war in letzter Zeit öfters was. Ich habe gerade einen Anruf vom Kava erhalten. Das Kava meldet einen Sportwagen mit einer weißen Folierung und einen Sportwagen mit einem türkisblauen Pearl-Effekt, die immer wieder ums Kava kreisen. Könnten Sie dort bitte ein paar Streifen hinschicken? Komm. Check. Nach hinten habe ich auch nichts gesehen. Gehen wir einmal links rum. Dann fahren Sie schon an und die 412 für die Leitung. Okay, wir gehen rechts rum. LSB. 412 hört, komm. Casa anfahren und hier den Auftrag mit den Sportwagen. Wir die Tür im Auge behalten? Wäre theoretisch nicht schlecht. 1040 Casa, komm. Behalten wir rechts rum im Auge und die Tür. Ah, die 565 beim Wohnungsanbruch, wir bleiben vorne auf dem Hauptplatz und behalten die andere Seite. Sorry, Entschuldigung. Check, haben wir so mit. 531-1020 Wohnungsalarm. Weil bisher war der Funk belegt. Ach, du wolltest eh was anderes funken. Ja. Die UNC mit einer 1060 vom Casa aus fährt sehr, sehr schnell. Wir kommen kaum hinterher. Es ist ein blaues Sportauto. Ich gehe mal auf den Taser. Norden. Wenn jemand rauskommt und wegrennt, dass ich schnell tasern kann. Könnte sein, ja. Dann entsprechend ein bisschen Vorsicht. Ja, ich rufe mal Casa an, ob da jemand entführt wurde wieder. Ja, check, fahren auf dem West Highway Richtung Norden gerade. Frage, wie war das, David? Bist du im Dienst heute? Seht ihr jetzt schon, dass das nichts wird mit einer halben Stunde? Ja, check, Entschuldigung. Die 5 fahren jetzt am After Hours vorbei. Ja, die 585 ist eine Information. Frau Blackthorn hat heute eine Bedrohung bekommen. Ja, das ist die, die Tür ist auf. Ja? Okay. Ja. Okay. Ich bin mit einem Taser, falls. Ich hab einen Taser, falls jemand rausrennt, unbewaffnet, dann kann ich dir direkt tasern. Ja, wir fahren also immer noch auf weiter. Taser wechseln, dann haben wir zwei lässt letal und zwei letal. Wir verlieren da so langsam den Sichtkontakt. Lässt letal, ich letal, oder? Dann nehm ich die Beamback. Ja, nimm mal die Beamback, klar. Wobei eigentlich ein Taser ist effektiver, ne? Theoretisch schon. Ich auf 3, okay? Ja. 3, 2, 1. So, David. Ja, sind etwas weiter über. Ja, bald die 3 habe ich gehört bei dir. Ja, ist der Plan. Letztes Modul ist halt vom MD, da muss ich halt warten. Mehr kann ich nicht machen. Oh, du willst nicht wissen. Dieses Modul hat dafür gesorgt, dass ich nicht früher Sergeant geworden bin. Ja. Dieses Modul ist so zum Kotzen. Die Geschichte habe ich dir ja schon erzählt. Das zieht mir den ganzen Scheiß auch in die Länge, zumal ich nicht mal weiß. Ja, doch, nächste Woche MD-Schulung könnte passen, weil übernächste Woche bin ich nicht da. Die Frage nach der ganzen Sache mit dieser, mit diesen Festnahmen im MD, wie sehr freuen die sich mit uns, die Schulung zu machen? Ja, weiß ich nicht. Nimm. Kann sein natürlich, wenn du irgendjemand hast, der da richtig auf uns abgesehen hat, dass die eiskalt sagen, oh, Schulung fällt heute aus, hoppala. Ja, dann frage ich mich aber, ob ich das nicht einfach entweder privat machen kann oder
Ich frage mich, wieso wir keine Combat-Medic-Ausbildung haben. Ich frage mich, wieso wir nicht zwei Leute hier haben, die gesondert als Sanitäter, als Combat-Medic ausgebildet werden, die uns dann auch schulen können. Das verstehe ich nicht, weißt du? Ja, absolut, komm. 5 als 8 unterwegs, 5 als 8. Wie findest du, dass das Grapes SO jetzt aufhört? Finde ich okay. Hab mich ja angeboten, hinzugehen. Du bleibst hier bei mir. Ja gut, der Platz wurde eh schon einfach, also es wurde ans schwarze Brett geschrieben. Ich habe, glaube ich, 2 Stunden später die SMS geschrieben, der Platz wurde mündlich vergeben. Weil sich das rumgesprochen hatte schon. Dann werde ich aber sonst nur mit Trembly reden, weil das finde ich doof. Wenn man das ja, das finde ich auch doof, aber ich habe heute mit ihm telefoniert und meinte so, ey, kein Stress, ne? Alles gut. Okay, ich werde als Sergeant jetzt nicht, für dich richtig Stress haben. Nee, ja, mein Gott. 5 Minuten später, Trembly! 5, 8, 10, 20, ja, um Gottes Willen. Bei der U1 aktiv. Das Einzige, was ich dir jetzt sagen muss, als jetzt, wo du Sergeant bist, ne, verbox nicht. Und ruh dich nicht so sehr drauf auf. Ich werde mein Herzblut da reinstecken und ich hoffe, du weißt das. Fehlt ein Funkspruch. Gut. Ich zieh mal die Tür zu. Also wenn hier wirklich jemand eingebrochen und was geklaut hat, dann will ich einfach, dann hat er die, dann sollte das, dann ist er wahrscheinlich auch, wenn es eine Weltmeisterschaft geben wird, auf Platz 1. Kann auch einfach nur falscher Alarm sein, Katze oder so, ne? Okay, ist auch recht. Gut, danke für die Unterstützung. Das FDU wurde ja eben informiert, da das MD nicht mehr an die Phoenix-Hotline rangeht. Bitte? Wie geht's? Ja, super, und selbst? Hey, super, hey, wenn ich ihre Stimme. Ganz ehrlich, mit deinem Namen brauchst du eigentlich eine richtig krasse E-Mail-Signatur. So positiv, das hat die ganze Zeit. Hat eine krasse E-Mail-Signatur? Was? Ja, checkt den Auftrag zu dir, versuchen sie das MD zu erreichen über Info-Plan. Er steigt auf wie ein Phoenix. Super, dann gehen wir wieder aktiv. Großartig. Jo, klar. Hey, stay safe. Hey, stay safe. Bitte, was kann man kommen? Hat sie kommen? Sie sind gerade in der Nähe vom MD, kann ich sie kurz vorbeischauen? Ja, check, machen wir, komm. Was kommt der Ende? Vier, drei, eins, wieder aktiv. Alter Schwede, ey. Ja, wird das noch gecheckt? Ach mein Gott, ey. 5, 3, 1 aktiv. Von der 44 bezüglich dem MD. Ich habe das MD gerade per Notfall-Hotline erreicht. Es geht denen gut. Die können sich nicht erkennen, warum die Personen das sagen. Alles ist in Ordnung, komm. Ja, check. 423 aktiv. Aber ich bin ja grounded. Ich bin ja auf dem Boden geblieben. Deswegen ist mein nächstes Ziel auch an der Sheriff. Ja. Würde ich auch so als nächsten Step sehen, ne? Ja. Nicht? Ja, mach was du meinst. Ich gebe zumindest die beste Mühe. Ach David, du bist heute so depressed. Die Pressorange. Ja. Was hatten dir gestern die Motivation hauptsächlich genommen? Weiß ich nicht, irgendwie. Irgendwas war gestern, wo ich einfach so irgendwann so Klick hatte und dann war. So dass. Ich dachte gestern kurzzeitig, dass das einfach von Eastwood aus mitkam. 421 und 402 1020. Weil der. DPD. Irgendwas mein. Oh, ich kann das nicht mehr genau wiedergeben und wenn ich es jetzt versuche, dann. Weiß ich nicht, meinte irgendwas wegen dem Grape, sieht das so irgendwie so in die Richtung.
Weiß nicht, das war auf jeden Fall irgendeine Sache, wo ich mir danach so dachte, so, ja, doof. Aber hey, ja, weiß ich jetzt nicht. Ist soeben um 10:30 gegangen, komm. Dann darf ich einmal mit Putzi anfahren und mit Detective Creamer in Kontakt zu nehmen. Checkst du mit? Nach 10:30 Detective Creamer mit Putzi Kanälen anfahren, komm. Detective Creamer an den Vespucci-Kanälen anfahren, ja. 519 1020. Soll ich schon mal das MD rufen? Der war jetzt gleich richtig schön creamig. Ja, der wird richtig angefahren einfach. Entschuldigung. Umfahren und umfahren werden zwei verschiedene Dinge meinen. Oh mein Gott. Sonst irgendwas Wichtiges hier im County, was ich beachten sollte? Ist der Granger wieder aufgetaucht oder sowas? Ja, keine Ahnung, es gab gestern eine Schießerei. Beziehungsweise wir hatten einen schwarzen Fister Neon. Beziehungsweise einen schwarzen mit dunkelblauem Pearl-Effekt. Okay. Was rein zufälligerweise auch ein Auto ist, was in diesen Personen, in einer dieser Personenakten drin ist, wo ich mir dachte so, okay, ja, die meldest du mal, ne? Da ist ein schwarzer. Diesen sehr interessanten Personenakten, was wir im Casa hatten. Diese, was ist daran so interessant, Personenakten? Da war einer oder eine. Der Commissioner, ich will nicht gerade reingrätschen, aber der Commissioner, das ist mir eingefallen, der hat gesagt, das sollen wir trotzdem weiter im Auge behalten. Cool. Endlich mal Zuspruch von irgendeiner Seite. Ja, gut, hier hat mir auch geschrieben. Ich wollte es ihm später sagen, aber dann kam die Beförderungssache dazwischen. Meinte hier, wir haben mit Attorney General drüber gesprochen. Wenn muss man eine Gesetzesänderung einreichen, sonst sind uns die Hände gebunden. Das würde aber einige Zeit dauern. Bezüglich der Sachen, die in den Akten fehlen. So, weil es halt gesetzlich theoretisch nicht verpflichtend ist. Mindestens, wenn wir nachher kein Kreuzschick machen können und einen von den einpacken wegen Identitätsbestätigung, wird das Geheule groß sein. Könnt ihr schon sagen. Und dann werden sie auf einmal merken, so, oh. Nee, aber dann sind wir wieder die Bösen. Deswegen, wir sind jetzt schon die Bösen. Wenn die uns davonlaufen, weil die fünf Leute umgebracht haben, sind wir auch wieder die Bösen. Wenn die Kreuzfragen nicht beantworten können oder wir ja keine Möglichkeit haben, die Kreuzfragen zu beantworten, müssen wir die zur Wache zu einer Identitätsbestätigung fest mitnehmen. Geht nicht anders. Ja? 431, Archiv Richtung Standort her. Steht ja auch in unserem Paragraphen. Wir können Personen bis zu 30 Minuten festnehmen, wenn wir ihre Identität nicht bestätigen können. Mit einer Information. Wir haben eine Entführung vom LSMD. Ein Ambulance-Fahrzeug wurde auf dem Marlow Drive, das ist zwischen dem Tongva Drive und hier dem Observatorium, hier wurden die wohl angeblich überfallen. Der steht da auch noch für Live-Tracking. Verfügbare Einheiten bitte sofort den Bereich. So, wo ist der jetzt? Die 1-1 fährt. Wir fahren Bravo 1 an. Nee, Tongva Drive. Zwischen Tongva Drive, das müsste doch der an. 02 ebenfalls. Auf 3-1 unterstützt. Irgendwo da, ja, das müsste die Straße zu. Also, geben Sie nochmal den 1020 von dem Fahrzeug durch. Ja, fahren wir gerade aus. Von dem Fahrzeug durch. Ja, die Lasche ist gerade am Notruf. Das heißt, schieß mal die Maloa Streife, Straße, unterhalb vom Enterteil, kannst du mal das LSMD-Info nochmal kontaktieren. Was war das gerade? Break, kurze Info, es geht der Dispatch oben in den Weinbotel. Den einmal anfahren. Es ist wohl keine aktive Entführung mehr, aber die Personen vom MD wurden über. 4, 2, 3, 10, 20 Dispatch. 1, 1, Publik. So, der Grenze zum County, da sollten wir auch in als County streifen. Gerade Observatorium, das ist County statt County. Also. Ne, ja, theoretisch ist es Mission Row. Laut Blatt ist es tatsächlich einfach Mission Row. Aber es macht keiner. Aber theoretisch kann ich jetzt als Sergeant so weit gehen und sagen, ich bin als Supervisor fort. Da habe ich immer eine Begründung vor Ort sein zu können. Aber das nutze ich doch nicht aus. So was macht man nicht. Aber ich sag dir, wir haben eine aktive Entführung gleich, ne? Dann kriegst du die Einsatzleitung. Dann werde ich dich als Fahrer setzen und dann wirst du mir aber auch mit unterstützen, weil ich kann dir nicht Co-Einsatzleitung helfen, ich bin leider nur O2. Also, tut mir echt leid.
Doch, Co-Einsatzleitung kannst du kann O1 bis O3 machen. Nur Scheiße. Bei kritischen Einsätzen muss der Sergeant O1 das hätten sollen. Mach du mal kurz. 531. Wir müssen den ebenfalls mit der Anfahrt kommen. Hat er gesagt, nicht mehr anfangen, ne? Archer, die 531. Mitz geht wieder. Sorry, ich habe gerade richtig herzhaft in so ein Club-Sandwich reingebissen, ne? Und dann funkt er uns an. Da wollte ich jetzt möchtest nicht. Möchtest du mich mal ankrümeln? Boah, ich habe ja ordentlich Knoblauch drauf, ne? Also. Die Einheiten T10F und die P23 kümmern sich um die MD, um den MD-Einsatz. Alle anderen Einheiten können wieder den normalen Streifen. Alle anderen Einheiten können sich wieder verpissen. Alle anderen Einheiten, die eh schon abbestellt wurden, können wieder wegfahren. You my candy girl. So, also gestern hatten wir einen schwarzen Fister Neon, der Moment. Alles gut. 402 aktiv. Check. Der Mathelehrer sagte immer, es ist gut, solange man. Ja. Der hat quasi Drive-By gemacht auf den Alamo. Hat, von uns? Ja, nee, vom PD. Aber. Alter. Da saßen Kania und Mackenzie drin. Mackenzie wurde getroffen, aber nicht verletzt. Das war wurde in die Weste getroffen. Können wir noch eine weitere Einheit zu unserem Standort in Vespucci schicken? Komm. Check. Sag mal so, ich guck mal kurz. Ich habe die Bilder hier. Wo waren die denn jetzt? 421 für die Leitstelle. So, hier sind 1, 2, 3, 4 Einschusslöcher auf der rechten Seite, auf der linken Seite 1, 2 Einschusslöcher und ein platter Reifen und Mackenzie wurde noch getroffen, das heißt mindestens 8 Schüsse sind auf dieses Fahrzeug eingetroffen. Wie viel daneben ging, weiß ich nicht. Leitstelle für 453 kommen. Aber ja. Umgehend eine Streife nach Nordschumasch zu dem Verkehrsunfall hier schicken, kommen. Nordschumasch Verkehrsunfall? Mhm. 453. 411 für die Leitstelle. Ja, ist ja nicht schwer. 411 wird kommen. Einmal zum Unfall hinfahren, kommen. Check 411 1040 Unfall Nordschumasch, kommen. Check Leitstelle Ende. 3 aktiv. Warte. Warum hat Gauthier gerade die Coquett in seinem Streifen da drin? Gibt's eine Highspeed-Operation? Hört sie kommen. Eigentlich nur nicht. Der ist mit der 453 in Sektor 4. What the fuck? The fuck, bro, the fuck! Ja gut, er ist jetzt am Verkehrsunfall in Nordschumasch mit der Highspeed-Unit. Ja, habe ich mich mal fast überschlagen mit dem Auto hier, ne? Warum? Ich bin aus der anderen Richtung gekommen, also hier links quasi. Da hast du so eine kleine Erhöhung, wenn du rechts einbiegst. Und wir hatten einen stillen Alarm Suburban Harmony. Nicht Suburban, hier 24/7. Und dann... Ja, habe ich die Kurve ein bisschen zu eng genommen. Habe mich fast überschlagen mit dem Auto. Ach du Scheiße, Junge, ey.
Check, Leitstelle. Du bist auch so ein Glückspilz, weißt du das? Nö, ich fahre einfach nur gut. Nee, aber. 20 war nur Tankstelle. Oh, das wollte ich jetzt gerade sagen. Ja, ich finde es interessant, dass gerade sich ein neuer Motorradclub oder ein ehemaliger Motorradclub oben in Paletto Bay neu bildet, während wir hier unten von den Mayhems kaum was von haben. Keiner packt dich unten bleiben, ich wohne da oben. Da schauen wir mal links, nehme ich auf den Parkplatz. Okay. Schauen Sie mal links neben sich auf dem Parkplatz. Ey, Umgebung wieder 10 von 10 im Auge oder was? 1120. Nee, aber ich finde es interessant, die Bildung des Lost Clubs. Ich kann die aber noch nicht einschätzen. Check. Ich weiß nicht, ob die. Sind die vielleicht genauso aggressiv wie die Mayhems oder wie sind die drauf? Vielleicht sind die auch aggressiver. Man weiß es nicht. Hast du mal mit Eastwood über Thematik Pulver durch die Nase schnupfen geredet? Ist das sehr aufgeregt? Nee, der hat das mal gesagt, als er recht gut war. Im MRPD standen wir und dann hat er angefangen zu erzählen, dass er öfter mal so Pulver durch die Nase zieht und. Ich weiß nicht, irgendwie. War das die Geschichte mit dem Brausepulver? Ja, genau, Brausepulver hieß das, genau. Das zieht er öfter durch die Nase und früher als Kind hat wohl sein Vater ihm das immer mitgebracht. Und dann haben die das in der Schule wohl irgendwie gemeinsam durch die Nase gezogen und Zitrone ballert wohl am krassesten und so. Ja, weiß ich nicht. Dieser Junge ist einfach gestört. Ich weiß es nicht. Ich meine, wenn man das untereinander so Spaß erzählt, habe ich damit kein Problem. Wenn er aber irgendwo auf der Straße steht und daneben ist irgend so ein Typ... Ja, nee, wir standen schon im MRPD, danach sind wir aber rausgegangen zum War er dabei vielleicht schon offen? War er schon Officer? Nö. War Rekrut. Herr Kokum hat danach auch erstmal einen Drogentest mit ihm gemacht. Dann hat sich das ja schon soweit erledigt, aber... ja, er macht auch gerne viel Spaß. Ich mache ja auch Spaß mit ihm, solange das im Rahmen bei Kollegen bleibt und sich da kein Kollege... Warum steht der Anmarkt hier vorne? Das ist eine gute Frage, aber das ist vom Sheriff. Der gehört gar nicht erst hier. Der hat ihn hier schnell geparkt, damit wir hier den Esperanto genommen haben. Was? Hier werde ich auch noch. Ich bin gestern STX gefahren, ne? Weißt du, wen ich dabei habe? Kann ich dir jetzt auch erlauben, wenn wir jetzt gemeinsam zusammenfahren, du fahren willst, kann ich dir einfach die Erlaubnis geben, dass du den STX fahren kannst. Ja, ich bin gestern mit einer Officer 1 zusammen, bin ich in STX gefahren. Oh, hast du Erlaubnis bekommen? Ja, das war, also währenddessen der Highway hat gebrannt, der East Highway, für Casino hat der Highway, also der hat einfach gebrannt, keine Ahnung, dann wurde der Fire Chief entführt, dann hatten wir die Thematik mit dem dunkelblauen hier, keine Ahnung, hier ein Pfister da, der auf uns geschossen hat und die waren wohl am Bombentruck vom FD. Aber man weiß nicht, was entwendet wurde. Naja, aber jetzt war es dann so, dass dann Eskeda und Gauthier hier einen Anmarkt besetzt haben. Beziehungsweise ich war erst mit Eskeda zusammen in einem Anmarkt und die Frau Martinez war mit Gauthier zusammen in der 411 im STX und dann sind wir bei der MRPD angefahren und die haben sich dann zusammen in ein Fahrzeug gesetzt und quasi eine SWAT-Streife gebildet. Obwohl das Wort ja irgendwie eigentlich egal. Naja, und dann sind wir halt in den STX gestiegen, haben kurz gefragt und dann meinte er so, ja klar, fahren Sie. Dann sind wir STX gefahren. Sexy. Und dann ist uns der dunkelblaue Fister entgegengekommen. Kam er uns einfach entgegen. Da habe ich kurz Panik gekriegt, wollte erst hinterherfahren, aber. Bei dem Herrn stehen weder Telefonnummer noch Ortsnummer etc. drin. Gucken Sie mal auf die. Ich heute um 15 Uhr. Warte. Steht weder Telefonnummer noch Ausweisnummer drin? Ah, Mensch. Ist doch besser, dann nehmen wir gleich mal mit. Fister? Irgendwo hin. War das der? Nö, der hat einfach gar nichts dabei. Der hat nicht mal einen Ausweis dabei. Ja, festnehmen und. Ja. Also wenn ich... Dunkle, lockige Haare und einen schwarzen Pulli mit weißen Streifen und laut. Check. U11, 10:30, Lameda PD.
Also, wenn ich jetzt jemanden habe, der hat Daten im Computer stellen, nach einem Kreuzcheck habe ich ein paar Infos von dem, aber irgendwie ist es trotzdem nicht schlüssig. Aber der ist kooperativ, den würde ich mitnehmen lassen und dass er dann kurz, den würde ich kurz mal sein Haus rauslassen, dass er mir den Ausweis geben kann, ne? Damit ich das verifizieren kann. Wenn ich aber jemanden habe, der hat in dieser Akte gar nichts drinstehen und hat keinen Ausweis mit, den nehme ich mit zur Wache. Dann kann er sagen, der hat zwar einen Ausweis zu Hause, aber den nehme ich mit zur Wache. Eine Person hat tatsächlich so ein Tuch am Hintern, ist weiß, keine weitere Person rauskommt. Die Person sucht allerdings auch jemanden. Ist das eine Dame? Sehr positiv, blonde Haare. Ja, festnehmen. Was ist denn... Okay. Blonde Haare, festnehmen. Oh, ja, okay, chill. Kommt da so Pommes-Erik raus. Das sah so aus, als hier von den heißen Fritten. Kommt da einfach so raus. Wird erstmal festgenommen. No. Warum denn? Sie haben blonde Haare. Wer hat für die 44 kommen? Sie müssten gleich einmal hier auch in die Brieftasche schauen. Aber ich glaube, ich hab jetzt nicht so einen schlimmen Reizhusten. Der ist nur trocken. Eine Information, der Infoordner des MG hat sich aus Kapazitätsgründen vorübergehend abgemeldet, so. Infoordner Ende. Laufender Funkspruch. Na gut, der Funkspruch ist gerade nur laufen, weil jemand vergessen hat, den Funk zu beenden. Ne, es wurde nicht vergessen, es wurde nicht geantwortet. Gerade in Cassidy, sondern wir sie. Ja, aber kein Leitschirm zumindest. Haben, ja, aber die Info leitschirm ja nicht. Aber der Funk wurde jetzt anscheinend schweigend beendet. Ja. Lalalalalalalalala. Hier, wo du umgekippt bist, ne? Ja. Da habe ich wohl McKinney ans Bein gepisst. Weil der hat mich im Nachhinein angerufen und meinte so, Mr. Phoenix, für Sie, für wie sinnvoll halten Sie es, einen laufenden Funkspruch der Einsatzleitung zu breaken für eine Sache, die Sie selbstständig erledigen können? 501 müssen wir gleich auch nach oben bringen noch. Ja, ist doch scheißegal, die können auch hier stehen bleiben. Nehmen Sie den Herrn mit ins Auto, wir fahren hier weg. Dass man das durchfunken muss. Nein, positiv halt. Haben wir so präventiv verfahren? Wir können ihn auch festnehmen, wenn er sich identifizieren kann. Ja, keine Ahnung. Alter. Ja, tja. Ein haben wir so präventiv verfahren? Wir haben doch das Recht, die 30 Minuten festzunehmen, wenn man in die Erkennungssitzung behandeln will. Ja, keine Ahnung, frag mich nicht. 5, 3, 10, 20 Grapes zur Tankstelle. Ja, hat das gerade Palmer gefunkt? Weiß ich nicht, wer das gefunkt hat. Die nehme ich jetzt von hinten. Sie sind vom Rang halt viel höher als ich, aber ich werde sie jetzt belehren. Palmer ist vom Rang nicht höher als du. Ach, der hat diesen Detective-Ding, ne? Palmer ist kein Detective. Warum hat man diesen? Palmer ist Sergeant. Ja, auch noch, also müssen jetzt hier vom ich glaube nicht, dass der das gefunkt hat. Hast du gerade eben gefunkt wegen dem Typen ins Auto einpacken? Oder habe ich einfach die Stimme im Funk verwechselt? So wie Dawson, okay. Ist D geschrieben, komm. Nee, weil ich wollte ihnen einfach nur Bescheid sagen, wegen Präventivhaft. Die brauchen keine Präventivhaft anwenden. Die wollen den Erkennungsdienst nicht behandeln. Da können wir den schon 30 Minuten festnehmen. Ja, und das Problem ist aber, wenn wir jemanden festnehmen, müssen wir ihn ja auch belehren. Und wenn wir den Erkennungsdienst nicht behandeln wollen, dann müssen wir ihn belehren. Ich guck gleich mal. Jo, ciao. Welche Einheiten sind da vor Ort? Ich weiß gar nicht, von wo der Funkspruch kam, ob das jetzt vom... Ich verstehe aber nicht, wieso die Leute Sektor 1, 2, 3, 4 eintragen. 1 ist Davis, 2 ist Mischo, 3 ist Delperro, 4 ist Nando. Ja, weißt doch sowieso jeder. Ja, check. Weißt du sowieso jeder. So, wollen wir das Auto jetzt noch mitnehmen oder fahren wir zu hoch? So. Willst du aus der Dienst gehen oder was? Ja, ich würde jetzt aus der Dienst gehen. Wir haben hier eine Person mit. Ja, komm, dann schieß mich an. Ich will heute nicht zuschauen, wir machen morgen wieder nochmal einen Dienst. Einer spendet, oder? Super. Hup. Einer spendet, richtig? Ich schlag ein. Ja, ja. Wir haben ja auf den noch gewartet. Vielen Dank für die Unterstützung. Ja, check, alles klar.
501 und 531 Überführungsfahrt Paletto so. Ja, ich bin der Dumme. Alles gut. Leute. Damit dieser mit der 102 eine neue Streife bilden kann, kommt. Die 402 summiert 1044 dBD. Schleicher! Check, Leitstelle ändert. Leitstelle für die 518, kommt. Kommen. Ja, ich glaube, die Streifengebiete im Streifenplatz sind noch nicht so ganz aktuell im Norden. Komm. Check, wird sich darum gekümmert. Komm. Merci, das aktuelle. Hier 3:11:30 südlich, rotes Parkhaus, Lauter. Waren die Victor denn 90 aus eigener Kraft? 512 mit einer Überführungsfahrt Emma. Check. 402 aktiv, die 462 hat sich gelöst. Check. Sie haben, da vorne steht ihr Auto. 116,3 ITD mit einer Fenster. Ebenso, tja. Check. Meine Güte. 501, 1020 Bonus Pizza. Check. Die Heimis Alkoholiker treffen. Oder Eastwood. Hier was umsonst? Ja. Die Heimis Alkoholiker treffen. 4, 3, 1, aktiv. Auch privat jetzt hier, ne? Hier, ne, BCSO-Treffer ist hier. Mhm. Ja, Dienstbesprechung war doch hier jetzt nicht, oder? Ja, ja. Ja, okay. Ja, klar. Ja, willst du dabei sein, oder was? Let's go. Ja. Ich weiß zwar nicht, was ich dabei sein. Ja, der Sergeant hält die. Sergeant, kommen Sie rüber, Sie machen jetzt Besprechung hier. Ja, wieder am Telefonieren, ey. Ja, okay, Moment. Natürlich, nur beschäftigt, ey. Ja, ne? Eigentlich müsste man jetzt raus, was sich verändert, seitdem du Sergeant bist. Ey, der kommt, gut, da kommt der Nächste. Was ist mit euch hier? So eine Zapfsäule-Pfarrei machen, oder was? Okay. Ja, der fährt jetzt zur anderen Tankstelle. Wir vermehren uns auch viel, ne, Frau Tor, ist so was. Wie die fliegen. Heißen? Ich weiß. BCSO ist so ein Schwarm auch, ne? Wir kommen nicht alleine. Schwarm verstehen, ja, klar. Mhm, klar. Dann nennt es auch Schwarm, deswegen sind mal ganz viele, ne, klar. 4-1-1 für die Leitstelle. Vor ein paar Wochen war es noch nicht so.
wie ein Schwarm. Jetzt ist es ein Schwarm. Max, ich sag's dir. Ja, ihr macht das immer Feierabend. Bis dann. Bis dann. Ey, Phoenix, alles gut bei dir? Ja, ist bestens. Ein bisschen kaputtig heute. Sag an, was ist los? Müssen wir drüber reden? Nö. Ja, wenn sie vor Ort fertig sind, dann fahren sie mal zum MG und handeln dann dort den Herren ab. Check, kann wir jetzt kommen? 84. 1-0 mit einer 1026 La Puerta an Stelle Schwarz, Limousine, ein Insasse. Palito ist sehr lustig auf. Ja, sonst. Ich weiß nicht, oder sollen wir da anfangen? Nein, keine Ablenkung. Wir überlegen, ob wir ein Paletto unterstützen. Information von der Leitstelle. Macht ihr jetzt hier? Ja, weiß ich nicht. Wollten eigentlich unter den Skin. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, los, keine unten. Okay, warte, überlegt euch noch, ihr könnt entscheiden. Hm. Ich mach mal. Dann würde ich sagen, gehen wir morgen halt. Was macht jetzt Sheriff? Ich weiß es nicht. Aber Lost MC ist gerade auf. Die Lost MC ziehen anscheinend jetzt gleiche Tour wieder wie die Mayhems durch. Der Eastwood hat schon halbe Drohungen wieder bekommen. Super. Und die sind hier gerade provokant mit drei Moppets über Stadt gefahren. Bestimmt hätten wir die ausgehalten, wäre das eskaliert. Ja, eine Person liegt auch in Del Perro auf dem Boden. Da waren anscheinend Schüsse vom PD. Telefonierst du gerade, oder? Nee. Okay. Also es kann sein, dass der Lost hier oben Party machen wird. Dass wir auch aufpassen müssen, wenn wir hier oben außer Dienst gehen. Ja, Break, das ist weder der Ferro-BD noch FD. Das ist in der Unterführung vom Highway. Da unten ist FD. Sie haben von hier oben was abtransportiert und dabei überfallen worden. Dabei wurde dann auch der von denen, die abgefahren haben. Nein, der Einsatz ist aber vorbei. Ja, toll, machen wir was. Die schussgebende Personen sind auf Motorräder gewesen, zwei Motorräder, eine weibliche, eine männliche Person. Weiteres konnte erstmal nicht durchgegeben werden. Eine Person hier ist verletzt auf dem Boden, ein Kollege, also die Streifen von Bestell und unser Scheide vor Ort. 210 ist ebenfalls 1020. Ja, ist okay, gut. Noch mit einer. Ja, was hat der Sheriff eben gesagt? Ich hab's nicht verstanden. Ich hab auch keine Veränderung. Oh, super.
Nachtrag vermutlich der Highway bzw. der Tunnel beim bunten Parkhaus. Brauchst du die Karre noch? Nee, brauchen wir nicht. Alright, geht das nächste Bein oder was? Ja, ich fühle mich nur gerade so ein bisschen unwohl, weil gerade geschossen wurde. Ja, unten aber nicht hoch. Ja, das ist halt die Sache. Boss, den Scheiß, ich fahr jetzt los. Ansonsten, wenn er jetzt auch mitkommen will, dann kommt er. Ja, na, beim Lost haben sie aufpasst. Es kann sein, dass es vielleicht Richtung Mayhems entwickelt mit denen auch. Ja, komm schon. Gut. Habt ihr noch was? Ansonsten, welches los? Außer das Füllen bleibt mit. Was mit dir? Ich kann jetzt nicht in Ruhe außer Dienst gehen, wenn gerade geschossen wurde, das weiß ich nicht. Ja, ich mich unwohl mit. Na, dann fahr ich mit dir auch mit. Wo wollt ihr jetzt hin? Falls dann mal nach Sandy. Und guck mir da ab, alles an, was okay ist beim Department. Dann fahr ich runter. Supervisor besetzen, aber wo wollt ihr denn hinfahren? Wenn du Supervisor-Streife besetzt in Sandy Shores, bei den 5-1-CMS, 4-1-CMS, 5-1-CMS, so rum, mein Gott. Weil, ist schwierig mit... Was? Schwarzer Helikopter? Schwarzer Helikopter, ja. Und hat in den anderen Overwatch was vom Himmel geholt. Guck mal aufs Live-Liegen, wo der ist, der Helikopter, die Airborne. Im Norden unterwegs. Im Norden unterwegs. Ich kann auch gucken. Ja, es gibt ja nach dem alle Polen. Nee, im Norden ist keiner von denen. Nein? Wie lange bleibst du noch im Dienst? Weiß ich nicht warum. Pass auf, Schroff hinter, ja? Pumpgun, pass auf, hör zu. Pumpgun ist ganz einfach. Die Coast Guard One, die ist beim FI. Ja, okay, hör zu. Pumpgun, ja? Die ich auf dem Rücken habe, ja? Ist ganz einfach. ist im Prinzip das gleiche wie eine Non-Etale. Wichtig dabei ist, sie hat eine höhere Reichweite. Na, ja, macht mehr Schaden. Wir schießen damit genauso wenig auf den Kopf wie alle anderen der Non-Etalen auch. Ja. Du kannst den Schaffel zu für den Nahkampf, theoretisch. Wichtig ist aber, du bist ja schon für den Fall jetzt ausgängig übrigens. Aber ich habe einen Sanchez auch in der Liga, den kriegst du die. Hab die Non-Etale aktuell mit, ne? Was hast du dabei? Die Non-Etale. Ja, klar, passt gut. Dann nimmst du die, dann passt geschossen wurde. Ja, du die Ausbildung war richtig. Aber im Prinzip ist es genau dasselbe, bloß dass du halt denken musst, hat einen höheren Rückstoß, ne, weite höhere Reichweite. Mhm. Damit ist halt nicht du knockst die Person aus. Was? Wo? Im State Prison. State Prison? Ich check mal Live-Tracking kurz. Ja. Wir werden die... Ja, ja. Nicht die erste Einheit sein, die 512 wird vielleicht vor uns ankommen. Die ist unten in der Stadt. Ja, fahr mit an, wir sind auch gleich hier, fahren auch mit an. Ja, Coast Guard 1 ist auch auf dem Weg. Also Coast Guard 1, 512 wird vor uns wahrscheinlich da sein. Laura fährt auch alleine an, fahren jetzt endlich was. Wir müssen mal gleich mit dem Auge behalten. Das steckst du hinten, ich so steckst mal aus, steckst mal Laura mit ein, okay? Dann haben wir wenigstens bei 2 Jahren. Neue Supervisor besetzen. Was bitte? Ja, wir machen das gleich erstmal. Fangen erstmal zum Dings kurz. Vakarin erstmal schneller Move, jetzt schneller außer Dienst. Verstehe ich aber auch. Also gewinnt, dass du Dienst zurück ist. Deswegen verstehe ich das auch nicht mit dem, das hat mir David jetzt erzählt, mit dem einen, Officer, der dann trotzdem den Einsatz angenommen hat bei Tongva Valley. Ich meine, ja, Leitstelle hat damit auch zu tun, aber der Officer, glaube ich, auch da darf der Officer tatsächlich die Leitstellenanweisung widersetzen, wenn er außer Dienst gehen will. Ja, das ist vollkommen okay. Das sagt mir keiner was gegen und es ist zum Beispiel ein Thema. Ich würde auch sagen. Sag das gerne. Ja, klar. Ja, zum Beispiel Colorado ist alleine gefahren, ich habe aber gesagt, er hat mich mal angerufen gerade und gefragt, wer ist da. Sollen wir uns 7S schnell besetzen oder wird es direkt öffnen? Ne, ich fahre direkt dann erstmal. Okay, check. Dann können wir noch gleich losfahren. 5-1-Mann ebenfalls in wenigen Sekunden 10-20 Zeit für sich. 4-1-1 verklickt. Information der 5-8-50, fahren Sie einmal um Stapleson herum, wollen Sie rund 50 Euro drauf, checken Sie das ganze Gelände vom Stapleson auch herum. Ebenfalls auch die Offroad-Fahrzeuge fahren Sie über die Gelände des Gelände und checken Sie die Umgebung.
Die 5-3 ist nochmal die Coast Guard 1, die prüft uns wieder den Gefängnisentwurf. Sehr gut, Ben. Ich hab gar nicht gedacht, dass man Innenhof decken könnte. 5-3-1, 10-20, okay. State Prison. Du wirst alle rumfahren, aber hier keiner weiß. 5-3-1 für... Hört Sie, kommen Sie. Wir übernehmen die Einsatzleitung State Prison. Problem, Check wird übernommen, komm. Somit Co-Leitstelle Co-Einsatzleitung selbstständig befehlen. Such dir jemanden, Payne, ja? Du machst die L, ja? David, herzlichen Glückwunsch. 4-3-1-10-20. David, herzlich willkommen. Ja, super. 2-5-8-5, es darf keine Einsatzleitung. So, Sie können einfach gerne mal mit reinfolgen. Offensichtlich handelt es sich wohl um einen Angriff auf die Marshals. Ich weiß nicht, wie organisiert und mit welchen Waffen. Die Marshals konnten sich jetzt in einen sicheren Bereich flüchten, aber wir gucken erstmal, wie dringend da die Lage ist. Ich habe auch schon von dem MD eine Einheit gesehen. Mal erstmal kurz hinter uns zu, die sollen ihn einfach außen sichern. Lassen Sie ihn noch kurz rein, die beiden. Die beiden noch wenigstens drei lassen. Ja, alles gut, alles gut. Alles gut. Lassen wir kurz rein. Bringen Sie rein. Hardcheck halten Sie das Gelände permanent in Bewegung. Der Rest wird draußen absichern, beziehungsweise kann abrücken. Ich glaube, mehr Einheiten brauchen wir nicht. Wir haben alles hier. Wir haben jetzt komplett das SAPD hier geführt. Ja, ich denke auch. Ja, kein Problem. So, machst du auf? Wir machen jetzt den Stress, ne? Tag. Hallo. Wunderschön. So. Ah. Also, gucken wir uns jetzt mal die Lage da drin an. Der will ja nicht schlafen gehen. Erickson, erzählen Sie mal. Die Häftlinge sind aktuell im Zell, also im Duschbereich, der sich dann zurückgezogen haben. Ja. Während ich und es war es kurz bei, ohne Bewusstsein war. Okay. Und ich habe sie da erstmal dann verschlossen, die Zellentür. Entführung des, der Ambulance. Und arbeitet potenziell so. Mit den Entführern wer unter anderem hier von Mr. Riggs und Mr. Alle drei sind auf uns gleichzeitig los. Entsprechend es gab, also von außen ist keiner. Von außen ist keiner, es ist nur von innen. Okay. Drei Häftlinge. Was ist das Problem hier? Das ist eine gute Frage. Es wurde jetzt in der Luft gefunden, dass das SPD mit bei uns dazu alarmiert. Cool. Wie früher. Innerhalb des Gefängnisses waren drei Personen, also nicht heiß. Versucht, unter Kontrolle zu halten. Die Einheiten jetzt im Fokus. Bleiben sie aber trotzdem nochmal vor Ort, geben sie Status von so. Letchley, für die Info, Letchley, komm. So! Warte, ich mach schnell. Hört, Nico. Ja, die Bälle. Die Duschen zu flüchten mit euch wurden überfallen. Die Täter sind aber nicht mehr vor Ort. Das müsste aber die einmalige Chance, aus diesen scheiß Duschen rauszukommen und euch hier aufzustellen. Die 5-2-6. Eine Handel ist mir scheißegal. Wir haben hier, weiß ich nicht, 20 Einheiten vor Ort. Die werden euch alle durchlöchern, wie aus diesem scheiß Dusche nicht rauskommt. Ja, wenn ihr hier reinkommt, wir schlagen euch mit die Handel auf den Kopf, Mann. Wir haben die Handel nicht genommen. 10! Info für die PD-Kollegen am Einsatz unter der Unterführung, 8, da wie es aussieht. 7! Personen gerade wieder belegt und sie kennen das aktuell. 4! 3! 2! 1! Wenn hier irgendjemand nicht auf den Knien ist und die Hände nicht über dem Kopf 4, hat, 1, der wird 1, umgehend getasert, hat das alle hier verstanden? Einmal die Bellevue Lodge anfahren. Sicher rechts? Überfalls hier gemeldet. Sicher? Links. Alle drei. Ja, 1-1, alles klar. 40 Bellevue Lodge. So. Komm. Wir waren das nicht. Bleibstelle. Wir waren duschen. Langsam aufstehen, die Hände über den Köpfen lassen. Jo, was? Langsam aufstehen, die Hände über den Köpfen lassen. Ich hab. So. Ey, ich weiß, ich hab, wir haben nichts gemacht. In Einheiten des PDs in den Sportraum folgen. Hört sie, komm. For real, wir waren nur durch. Ja, die 519. Das ist mir scheißegal. Ich an meinen Achsen. Komm. Check, dann Trennung, 411 Einsatz abbrechen und weiterhin beim Staple Support bleiben. Check, 411 1040. Ja, schau dich, was geht ab. 511. Jo, ihr habt uns voll beim Duschen gestört. So, nebeneinander aufstellen. Beim Duschen gestört. Ja. Yeah. Und wie kann es sein, dass zwei Marshals angegriffen werden? Bro, wir sind ja nicht die Einzigen, du Vollidiot. Sagen, Mann, oben sind auch noch Leute. Ja, aber so eine verdammt genaue Beschreibung passt auf eure Dreiergruppe. Jeder Zweite ist hier drin, Latino, Mann. Mhm. Echt so. Die EL State Prison für die 411, komm.
Nur weil ich komme nochmal 91. Erkennen Sie die Menschen hier wieder? Kontrolliert weiter um State. Wir werden jetzt verfügbar. Bro, schau mal, der Weinkler ist. Bro, du lügst. Oh, einer kann auch vor Ort sein. Der gleich, ich weiß. Ein Sombre, ey, Sombre in dem Gebäude. Als ob er das gesehen hat. Wann, du duschen, Mann? Also habt ihr es weiter vor, uns hier für dumm zu verkaufen? Jo, riech doch an meine Achsel. Riech doch an unseren Köpfen, Mann. Ein Scheiß werde ich machen. Bro, ich hab Dreadlocks, die sind immer noch nass. Check. 4-1-1 aktiv Richtung Burrito riechen, hab ich auch gut gewaschen. Leitstelle. Was werde ich tun? Ja, nix, Mann. Steck dich Scheiße weg, Mann. 4-8 wieder als Streife im Stadtgebiet. So, wieder zurück auf die Knie. Ja, wieso auf die Knie? Kopf lassen. Warum ist mir scheißegal, geh zurück auf die Knie. Ja, aber wieso? Knie noch vor Gott, Mann. Tja. Vielleicht haben wir hier neuen Gott definiert. Im State Prison. Ist das so? Wenn hier irgendwelche Häftlinge Werte angreifen. Ja, genau so. Wir waren das außerhalb des State Prison sind, sie können alle abbrechen und will die normalen Aktivitäten. Habe ich mich irgendwie unverständlich ausgedrückt? Was hast du denn gesagt? Habe ich mich unverständlich ausgedrückt? Ich gehe doch so, die Einheit, die sich um das State Prison herum befindet. Es geht sich lediglich um drei Insassen im Gelände, die jetzt festgenommen werden. So, genau so bleiben. Wer sich bewegt, hat, glaube ich, ein Problem mit den Einheiten da hinten. Welche? 530 mit einer Führungsfahrt zum Sandyson. Check. Hey, können wir Hofgang? 423 mit einer Überführungsfahrt zum MRPD. Können wir Hofgang, Alter? Ja, krieg ich was zu essen? Ja, aber kein Lammerchen, bitte. Ja, schau, hier ist der Name. 488 für 247, komm. David, hast du schon mal so einen Fall hier aufgenommen? Negativ. Dann würde ich sagen, machst du es mal. 488 für 247, kommen. Ja. Christopher Williams, war das ein TV oder ein Zeuge gekommen? Das war ein Tatverdächtiger, komm. Ja, check, aber das nochmal erklärst, weil im State Prison ist mit dem Marshall wahrscheinlich gleich jetzt hochkommen. Bitte. Okay. Hey, komm mit. Komm. 247, gerne. Ja, sonst macht Celebrity hier. Okay. Ansonsten wendet der Fall jetzt auf, sonst macht das Celebrity hier, zu meiner Rechten. Also, ich habe gerade hier schon gefragt, ob das das vorgeht. Wenn das Celebrity machen soll, mir ist das egal. Ja, machen das mal Celebrity machen. Okay, finde ich gut. Fragen Sie nach, oder sollte eine Gutierung und eine Karte erbitten, fragen Sie dort nach, wie auch. Dann kommen Sie kurz zur Seite. 369 Ende. Genau. Also grundsätzlich, nur ganz kurz, ich bin der falsche Ansprechpartner. Ich komme auch gerade aus der Stadt hochgefahren. Mhm. Ich habe jetzt nur die 1099 eben ausgelöst, deswegen auch das PD alarmiert. Sie haben doch Essen, oder nicht? Ich habe nach Essen gefragt. Die bekommen Sie hier drin 91 hier, Lars Eriksson, dort hinten stehend. Sie verhungern hier doch nicht, oder was? Und die 42. Also mir wurde letztens erzählt, ihr habt jetzt Chicken Burger hier und so. Wurde ich angelogen, oder was? Der hat jemand was gesagt, ist hier das Gefängnis, oder was? Yo, Bro, kannst du ganz kurz deine Brille runter machen? Destina Delgado Varas wurden im Zellentrakt. Ja, du mit dem Cowboyhut. Ich weiß nicht genau, ob mit Waffe oder nur mit Fäusten. Wohl bewusstlos geschlagen. Die haben sich dann. Nein, Bro, der denkt vor mir. Der ist in den sicheren Bereich außerhalb des Zellentrakts, nachdem sie aufgewacht sind. Und haben quasi. Ey, Bro, hast du mich nicht letztens im Afterhaus noch einen Joint gefragt? Genau. Ich wüsste, Mann. Okay, also der mit der Beanbag, der da hinten steht, ist eher Ansprechpartner. Oh mein Mother. Was ist das denn? Das ist der Mann, der vor Ort war, der auch attackiert wurde. Du hast auch Drake gefragt und hast Kubas genannt. Ich weiß aber nicht, wer das ist, Mann. Gut, dann würde ich vielleicht mit ihm auch nochmal sprechen wollen, kurz. Oh mein Gott. Ansonsten weiß ich nicht, wie sie das jetzt abhandeln wollen sonst. Ja, das tut ja jetzt nichts. Dann letztendlich ja ihre Sache. Ich meine, ich kann die Sachen aufnehmen und dann machen wir dann Dings auf. Ja, genau, einfach aufnehmen, Akte aufmachen, dass da quasi nochmal in dem Fall halt dann quasi ermittelt wird. Ja. Ich meine, einfach das, ne? Ja, bei euch Sahne schnitten. Muss ja auch vor Gericht de facto. Ja. Und wen haben wir denn hier an Tatverdächtigen? Ich sehe Rivera, glaube ich, sitzt da, oder? Genau, Rivera und Konsortium. Nee. Wer sind die anderen beiden? Ich müsste selber in den Akten gerade gucken, ich weiß es nicht. Okay. Ich bin selten im State. 438. Er will mit dir in den Schlafzimmer sind. Hört, komm. 91? Fahren Sie mal als den 10 für die 411 den Verwahrhofer an. Ja. Wer sind denn die drei Konsorten hier? Wem sollen Sie ins Schlafzimmer gehen, Jürgen ins Beischlafzimmer? Thiago Canito Rivera, Adrian Hale. Bro, geh mal weg mit deinem Cowboy-Hut. Adrian Hale
und Jamal Hussein. Fangen Sie über die Officer oder Deputy Sergeant. Ja, dann gehen Sie mit mir ins Beistellzimmer. Haben Sie mich verstanden? Okay. Du bist ein Officer, du bist ein Cowboy. Ey, Drippy, ich fick dich, wenn ich irgendwie Flüge kriege, ne, Bro? Was passiert da hinten gerade? Hilfe! Ja, sind Sie nicht so frech? Ein Stück zurückgehen. Also, ja, alles gut. Ich finde das irgendwie ein bisschen amüsant. Also naja, dann zeige ich Ihnen, wie du durch gut. Ja, das Check ist... Dann ganz kurz... So, wer hat sich ich bin behindert und so? Was soll das? Naja, also die stolpern die Police Brutality, Brutality war das, die stolpern auch so. Police Brutality. Ja, genau, also man kann mal da hinten zu den Treppen gehen, da stolpern die oft. Was ist das denn? Wir haben Bro jetzt zu dich so mal im After aus. Okay, gut. Alles gut. Gut. Dann einmal kurz, damit ich weiß, was hier vorgefallen ist. Also, Sie wurden angegriffen? Genau, wir wollten den Sportraum öffnen. Wie ist das mit dem Mann? Den aufgenommen. Die Kollegin ist zu ihr hingegangen, wollte das ganz nett und freundlich sagen. Check. Dann haben diese drei sich praktisch zwei hinter uns etwas bewegt, also schon Richtung Sportraum, der andere ist noch vor uns stehen geblieben. Und dann sind alle drei auf uns losgegangen. Okay, welche beiden waren das? Ja, meine Beine schlafen ein. Herr Rivera und Herr Hale, glaube ich. Können wir nicht aufstehen? Die sind einfach so auf sie losgegangen, also kein... Also alle drei sind aber meine Beine... Ja. Sie können den Sheriff doch nicht alten Mann nennen und dann selber sich beklagen, dass sie knien müssen. Das ist kein Sheriff, das ist ein Cowboy. Bevor eins passen auf, wir haben früher das ganz anders geregelt. Bitte? Haben wir mit dem Schlagstock. Vielleicht gehen wir doch noch ein Stückchen zur Seite. Kniet freiwillig. Wollen Sie das auch? Ja, ich knie doch. So. Herzlich willkommen. Police Brutality. Sportraum an kommen. Alle Einheiten hier unten in der Unterführung, dieser Ort ist ab jetzt ein Tatort. Das heißt, er wird nicht mehr betreten. Gut. Also, die sind dann einfach auf sie losgegangen, ohne... Genau. Ohne irgendwas zu sagen oder vorher. Dementsprechend ja, haben sie sich abgesprochen im Vorfeld. Dass wir duschen. Und, okay. Also auch quasi ohne tieferen Grund so gesehen. Ich glaube, ja, ohne irgendeinen Scheiß macht ja. Okay, das heißt, sie wurden noch nicht irgendwie versucht. Egal. Ja, weiß ich nicht. Also es war einfach nur ein Angriff so gesehen, ja. Genau, okay. Es war einfach ein Angriff auf uns. Unbewaffnet wahrscheinlich dann? Ja, mit Fäusten, genau. Okay. Aber halt gemeinschaftlich. Ja, ja. Und die Kollegin liegt aktuell auf der Medbay halt. Ja, super. Ja, ich denke mal, wenn wir das gerade hier schon so schön haben, würde ich auch einfach direkt ihre Aussage komplett aufnehmen. Da müssen sie nicht nochmal vorgeladen werden. Ja. Ich meine, insofern das für sie auch passt. Ja, das passt für mich alles gut. Ich bin froh für, wenn wir es einfach schnell... Ja, dann handeln wir das jetzt schnell ab, genau. Aber dann muss ich sie trotzdem mal belehren, ganz kurz. Weil sie doch theoretisch auch durch Amtswege belegt werden, oder? Ja, aber wir wollen ja alles korrekt halten, ne? Ja, Herr Eriksen, alles klar. So, ja, dann machen wir es der Vollständigkeit halber einfach mal, ne? Ich belehre Sie hiermit als Zeuge nach § 16 Strafprozessordnung Absatz 1. Haben Sie das Recht zu schweigen, wenn Sie sich durch die Aussage selbst belasten würden oder mit dem Angeklagten verheiratet, verwandt oder verschwägert sind? Sie sind verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Andernfalls machen Sie sich nach § 46 Strafgesetzbuch Absatz 1 der Falschaussage schuldig. Es steht Ihnen frei, sich jederzeit an Anwalt Ihrer Wahl auf eigene Kosten zu nehmen. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? Soweit verstanden, jawohl. Gut, Anwalt wollen Sie keinen haben? Nein, ich brauche keinen Anwalt. Ja, check. Gut. Dann erklären Sie noch einmal ganz kurz fürs Protokoll, was vorgefallen ist. Meine Kollegin MS42 und meine Person sind hier aus dem Sportraum herausgekommen, um diesen zu öffnen für die Häftlinge. Die zwei Häftlinge haben sich dann schon in die Richtung bewegt. Einer ist noch vor uns stehen geblieben. Und kurz darauf sind alle drei Häftlinge auf uns beide losgegangen. Nee, ich selber. Ich und die Kollegin verloren auch kurz das Bewusstsein. Mhm. Die Kollegin wurde scheinbar auch am Kopf getroffen. Die spricht über starke Kopfschmerzen. Mhm. Gehen Sie auf und gehen Sie einer Reihe mit hinterher. Als ich dann wieder zu Bewusstsein kam, habe ich erkannt, dass diese drei Häftlinge sich hier in den Duschbereich zurückgezogen haben. Dementsprechend habe ich ihn erstmal verschlossen, um mich zu schützen. Haben Sie mich da verstanden? Und die Kollegin. Haben Sie mich da verstanden? Nachdem ich dann die Kollegin versucht habe, wieder zu Bewusstsein zu bekommen, habe ich sie dann zur Medbay gebracht. Und dann kamen auch schon Sie. Schrei doch nicht so, Mann. Schrei nicht so, Mann. Okay. Ist okay, Mann. Ist Nachtruhe.
Das schreit die ganze Zeit, Mann. Ja, und die Crazy Lady, die Kinderlieder singt. Die hat Angst vor euch. Wann war der Angriff ungefähr zeitlich? Gegen 21.45 Uhr. 21.45 Uhr, okay. Gut, perfekt. Dann wäre es das von meiner Seite. Möchten Sie Ihre Aussage noch irgendwas hinzufügen? Nein. Gut, perfekt. Dann Aussage somit beendet. 22.06 Uhr. Wunderbar. Gut, ja, dann habe ich das Ganze jetzt erstmal so mit. Die Kollegin. Schaut so aus mit Frau Warehaus, genau. Ja. Ja, Sekunde. Die liegt jetzt auf der Medbay, sagen sie. Die Kollegin, ja, MS42. Wie heißt sie mit Nachnamen? Destina Delgado Varas. Okay. So, dann dürfen wir jetzt jeder vor eine Tür stehen. Jetzt bin ich sagen, ey, lass mal alles so nebeneinander. Ich habe so das Gefühl, der Sheriff fühlt das gerade sehr. Ja. Okay, gut. Verständlich. Wie sehr wurden Sie verletzt? Können Sie das einschätzen? Also, ich meine, gut, Sie sehen jetzt halbwegs in Ordnung aus. Genau, also scheinbar nicht schwerer, habe halt ein paar Schläge kassiert. Mhm. Konnte mich aber halt ein bisschen schützen und, ich möchte noch was hinzufügen. Mhm. Ich habe eine Person gebeanbagged und die Kollegin hat gemeint, dass sie eine Person getasert hat. Okay. Gut. Ich schau mal kurz nach. Sau, hol mal lieber dein Buber vom Afterhaus. Benötigen eine weitere Ja, wir haben auf jeden Fall gefährliche Körperverletzung gegeben. Ich weiß jetzt nicht, wie schwer die Kollegin verletzt wurde. Deshalb, ja. Moment. Heute ist ein Joint von mir. State Prison, schönen guten Tag. Er meint Jacuzzi. Ja. Im Afterhaus. Heute gibt's keine Besuche mehr. Was ist der Schlauch? Du wolltest Gas von mir kaufen. Wieso, ist egal. Es gibt heute keine Besuche mehr. Ach so, tut mir leid, es gibt heute keine Besuche mehr. Ach so, okay. Gar keinen. Ja, die ist fähig, eine Aussage zu tätigen. Ja, wunderbar. Dann machen wir das gleich auch. Gehen wir mal zu MD, zu Medbay rüber. Mhm. Entschuldigen Sie. Ja, ich bin nicht wieder da, keine Sorge. Ich kann mich an den Hund behalten. Mit einem Platz dort da. Die nehmen gerade noch auch frische Luft, die kommen gleich rein. Ja, klar. Frische Luft ist auch wichtig. Ich hab vorhin nicht ganz zugehört. Das war jetzt ein reiner Faustangriff, oder was? Ja, genau. Mhm, okay. Ja, weil ich habe ja nichts mitbekommen. Ich habe nur gesagt bekommen, 1099 State Prison. Und ich habe schon gedacht, jemand hätte mal wieder ein Messer hier reingeschmuggelt. Nein, ausnahmsweise mal nicht. Dass der Paramedic oder der Ambulance 4 von... Nein, immerhin hat Tramrace seinen Spaß. Ich habe ihm schon so oft versprochen, dass er mal ein Praktikum bei uns machen darf. Kam schon alles gedacht. Nein, wunderschön. Gut, Sie sind die Kollegin, die verletzt wurde, richtig? Was ist das? Ja, alles klar. Würde ich sagen, gehen wir ganz kurz einen Schritt zur Seite. Dann würde ich Ihre Aussage kurz aufnehmen. Ja. Erstmal den. Ja, gut. Ja, brauchen Sie doch. Ja... Können das auch hier machen, alles gut. So. Okay, Frau Delgado Varas, richtig? Mhm. Delgado, ja. Delgado, entschuldigen Sie. Gut, dann der Förmlichkeit halber. Ich bräuchte noch einmal kurz die Dienstnummer von dem Kollegen, der hier links von mir steht. Die MS-12. MS-12. Meine kriegen Sie auch. Bitte schön. Ja, wunderbar. Natürlich. Kannst du wieder wegstecken. Alles klar.
Gut, dann machen wir es einmal ganz kurz der Form halber. Zwar einmal kurz belehren. Belehre sich hiermit als Zeuge nach § 16 Strafprozessordnung Absatz 1. Haben Sie das Recht zu schweigen, wenn Sie sich durch die Aussage selbst belasten würden oder mit dem Angeklagten verheiratet, verwandt oder verschwägert sind? Sie sind verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Andernfalls machen Sie sich nach § 46 Strafgesetzbuch Absatz 1 der Falschaussage schuldig. Es steht Ihnen frei, sich jederzeit einen Anwalt Ihrer Wahl auf eigene Kosten zu nehmen. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? Das ist bekannt. Ja, verstanden. Ja, alles klärchen. Wollen Sie einen Anwalt haben? No, ist nicht nötig. Ja, wunderbar. Gut. Dann, erzählen Sie doch einmal fürs Protokoll ganz kurz, was vorgefallen ist. Ja, also, ich wurde zum Prison beordert und kam gegen 21.35 Uhr bei dem Kollegen MS91 dazu. Und wir hatten beschlossen, den Häftlingen, namentlich der, die Vornamen müsste ich jetzt im System gucken, ich habe nur die Nachnamen. Alles gut. Houston, Hale und Rivera waren im Zellenblock und wir haben entsprechend beschlossen, deren Gym zu öffnen, also unser Fitnessraum, ne? Für die Häftlinge zugänglich zu machen. Der Senor Rivera war am Telefonieren. Die Senores Hale und Houston unterhielten sich an einem Tisch. Und, ich muss da kurz ran. Ja. Wir haben entsprechend den Sportraum geöffnet und sind dann durch diese Tür in den Zellentrakt getreten und haben erstmal neben der Tür gewartet, damit die Herrschaften bemerken, dass das Gym geöffnet ist. Senores Hale und Houston haben sich halt weiter unterhalten und der Herr Rivera hat das Telefon aufgelegt und hat sich dazugesellt so. Und da kam erstmal gar keine Reaktion auf das geöffnete Gym. Wir standen da halt eine Weile neben der Tür, damit die das bemerken. So, ne? Also ohne Kommentar. Mehr oder weniger. Und haben die Herrschaften, wie es halt unser Job ist, natürlich beobachtet. Als dann nach, ich glaube, 4 Minuten immer noch keine Reaktion kam, habe ich meinen Captain, die MS-91, gefragt, ob ich die Herrschaften mal freundlich darauf hinweisen könnte, sollte. Und das wurde halt auch so genehmigt. Und dementsprechend habe ich im Endeffekt nur gesagt, hey, Senores, das Gym ist offen, wenn Sie wollen. Mhm. Und deren Antwort war, jo, wir klären nur noch kurz etwas. Ich so, ja, alles klar, kein Thema. Ne? Und dann stand ich da, wenn Sie vom Sportraum aus gucken, rechter Hand an den Zellen. Also die Zellen waren leer. Mhm. Und dann haben die drei, MS-91 stand so auf Höhe der Essensausgabe, also zentral. Mhm. Also Sie können sich vorstellen, ich stand rechts vom Zellenblock und er so sehr zentral. Mhm. Und dazwischen war halt der Weg direkt ins Gym. Und dazwischen haben die drei sich auch in Bewegung gesetzt. Und der Senor Hale, der kam mir etwas nah. Ich habe mir erstmal nichts dabei gedacht. Der Senor Houston und Rivera gingen eher so ein bisschen mittig. Der Hale ging halt eher so am Tisch entlang an mir vorbei. Der kam mir also sehr nah. Ich denke mir erstmal nichts Böses dabei. Und ich hatte auch entsprechend keine Waffe gezogen und nichts, weil wir müssen ja nicht übermäßig eskalieren. Ja. Auf jeden Fall, kaum war der Hale bei mir angekommen, hat er halt wortlos direkt ausgeholt zum Schlag. Mhm. Und ich habe, ich glaube, so 3 Schläge kassiert. Gleichzeitig sind der Rivera und Houston auf die MS-91 losgegangen. Mhm. Der MS-91 gelang es, zu seinem Funkgerät zu greifen und die 1099 auszurufen. Mir gelang es, zum Taser zu greifen und ich habe im Gemenge auch, glaube ich, eventuell den Senor Hale getroffen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, weil das ging halt wirklich dann durcheinander. Also die sind quasi, die sind so ein bisschen wie aufgescheuchte Hühner, so ein bisschen durch die Gegend gerannt. Die beiden Rivera und Houston haben halt auf die MS-91 eingeschlagen und der Hale auf mich. Ich habe auf jeden Fall einen Taser-Schuss gelöst in Notwehr. Bin mir aber nicht 100% sicher, ob der getroffen hat. Okay. Kurz danach ging das Licht aus. Ich vermute, ich wurde an der Schläfe getroffen.
Das Ganze war zwischen 21, also das war gegen 21.40 Uhr, vielleicht 21.42 Uhr, so 43, ich kann es nicht genau sagen. Mhm. Ja. Und auf jeden Fall sagte der Hale noch Bitch. Mhm. Das würde ich gerne mit anzeigen. Also ich würde gerne generell die Körperverletzung, die Beleidigung und den Widerstand anzeigen. Okay. Ja, bei Widerstand bin ich mir tatsächlich gerade gar nicht sicher. Widerstand wird schwierig, das, weil sie die theoretisch nicht angewiesen haben. Wir haben denen keine, wir haben ja nicht gesagt, ihr geht jetzt in den Fitnessraum, sondern ich habe gesagt, der ist offen. So. Ja, deswegen wird Widerstand schwierig durchzubringen, aber die Beleidigung können wir auf jeden Fall mitnehmen. Ja, das wäre ganz nett, weil das lasse ich mir nicht gefallen. Ja, alles gut. Ich habe denen tatsächlich gar nichts getan. Ich war wirklich zuckersüß, da können sie die 91 fragen. Ja, alles gut. Glaube ich hin. Gut, als sie dann wieder aufgewacht sind, was war da die Situation? Die 91 setzte mich in Kenntnis, dass die Herrschaften sich in die Dusche verzogen haben und der Captain hatte die da auch eingesperrt. Also wir können ja die Tür zum Fitnessraum zusperren. Mhm. Und dann hat er mir erstmal aufgeholfen und mich Richtung Medbay verfracht. Und damit war die Situation unter Kontrolle. Derweil waren die Kollegen auch auf dem Weg hierhin zur Verstärkung. Alright. Ja, und genau, soweit ich weiß. Also danach habe ich keine Ahnung, was passiert ist. Ich gehe davon aus, dass die Herrschaften jetzt wieder irgendwie, ich weiß es nicht. Aber mein letzter Infostand war, dass sie in der Dusche hocken. Und die konnten da halt auch nicht weg, weil wenn die Tür einmal zu ist von dem Gym, dann hocken die da im Gym. Ja. Okay, alles klar. Ja. Gut, perfekt. Wollen Sie Ihre Aussage noch irgendwas hinzufügen? Ich würde sie gerne hören. Gut, alles also klar. Also mir fällt nichts mehr ein. Nee, dann würde ich das folgendermaßen machen, dass ich Sie nochmal vorlade. Dann bekommen Sie die Aussage verlesen und können Sie die dann bestätigen. Okay. Das können wir gerne machen, alles klar. Okay. Sollen wir noch auf den Computer gucken, dass Sie die Vornamen dazu haben? Brauche ich nicht. Ich habe die Namen. Haben Sie. Perfekt. Ja. Ich habe nämlich nur die Nachnamen mir gemerkt. Ja, alles gut. Okay. Gut, perfekt. Dann danke ich Ihnen soweit erstmal. Ja, kein Thema. Ich danke Ihnen. Dann wünsche ich Ihnen eine gute Besserung und ansonsten wird noch einen schönen Abend. Und jetzt müsste ich irgendwie noch zu meinen Kollegen wieder zurückfinden. Natürlich, natürlich. Wo sind die? Ich versuche gerade im Funk wieder zuzuhören. Ich habe gerade eben mein Funkgerät so leise wie möglich gedreht, weil es geht gerade sehr viel gleichzeitig ab. Deswegen. Also wir können Sie hier ganz entspannt rauslassen, wenn Sie nur zum Auto müssen? Ja, ich versuche mal eben telefonisch jemanden zu erreichen. Machen. Ja. Jetzt höre ich auch mal kurz im Funk. Nicht erreichbar, ja super. Ich ziehe schon mal den ganzen Funk raus. Nee. Das machst du im Dienst, Fräulein. Du bist im Dienst verletzt worden. Ich bring dich jetzt ins MD. Und ich soll da komplett mit dir? Hey, sag mal, wo seid ihr gerade? Unten im... Was ist das hier? Kantine oder was? Unten in der Kantine? Ja, okay. Ja, dann komm ich darüber. Ja. Super. Ja, bis gleich. Weste und so kannst du weg. Aber ich bring dich auf jeden Fall dahin und du bist im Dienst. Das ist im Dienst passiert. Du kannst ruhig bezahlt werden. Ja, aber soll ich da in Uniform hin oder... Ich bin verwirrt. Dings kannst du hier lassen. Aber Weste würde ich an deiner Stelle Gürtel noch anlassen. Gürtel und Weste? Okay. Weiß ich nicht. Weiß ja nicht draußen noch so. Hm? Okay, also ich... Bring auf jeden Fall die Knarre einfach mal weg. Die Knarre ist sowieso weg, weil ich im Prison war. Ja, den Elektro-Dingens. Ich bin lost gerade im Kopf. Hey, so. Passen auf. Ich bring dich auf jeden Fall jetzt ins Ich lege nur den Waffengurt ab, Funkgerät und Weste halte ich greifbar. Ja, okay. Gut, es wäre wundervoll, wenn Sie mich ganz kurz einmal zur Kantine begleiten könnten. Das ist kein Problem. Du gehst dich um. Yes, Miss. Ich bringe Sie rüber. Super, ich danke Ihnen. Ich weiß nicht, ob die jetzt... Ich glaube, die sind noch in der ISO, oder? Ich weiß es nicht. Die sind auf jeden Fall irgendwie... Also Kollegen guck mal. Da sind doch welche. Dann lasse ich sie hier raus. Ja, danke. Ich danke Ihnen. Bis dann. Alles klar. Ciao.
die nee, weiß ich Bescheid. Dann bedanke ich mich bei dir. Mitsamt der U14 Richtung der Peru PD. Ciao. Check. Ich möchte schon mit Tremblay reden. Ja, wir haben gefährliche Körperverletzung und Beleidigung. Oh, gefährliche STA-Fall. Gefährliche ist... Gefährlich ist das STA, ja. Eine Ordnungswidrigkeit. Nee, schwere ist... Schweres STA-Fall, aber wir haben gefährliche. Normal. Gefährlicher haben wir, weil es mit anderen Beteiligten gemeinschaftlich... Das ist tatsächlich die Frage, müssen wir da auf einen kann man den sofort vollstrecken oder sollten wir da auf die Patientenakten? Ich würde da tatsächlich ganz in Ruhe die Akte für aufmachen. Die sitzen ja eh noch. Ja, so. Das ist scheißegal, ob die das jetzt addiert bekommen im Knast oder ob die es dann später bekommen, wenn die frei sind. Daran sollten wir uns nie bemessen. Das sollte scheißegal sein. Ne? Mhm. Ich habe gerade einen anderen ein Telefonat gehabt, deswegen muss ich nachher mit Tremble reden. Ich liebe meinen neuen Dienst gerade. Das ist wunderbar. Ja, ich muss mal gucken, aber dann würde ich mir eine Patientenakte zumindest von der Dame anfordern, die jetzt gerade Richtung MD fährt, weil dem Herrn geht es soweit in Ordnung. Wie viele Marshals können das bezeugen? Die waren zu zweiter. Und die haben während des Angriffs noch eine 1099 ausgerufen, also. Dann waren die bewusstlos und so weiter. Gut, aber das MD wird ja nachvollziehen können, wie schwer sie getroffen wurde. Eventuell haben wir dann sogar schwere Körperverletzungen. Man weiß es ja noch nicht. Auch wenn es an die STA geht, nicht, dass man auf die Idee kommt zu sagen, ja, drei Aussagen gegen zwei. Ja, aber ganz ehrlich, es ist immer noch Maß der Glaubwürdigkeit. Weil, sorry, also, aber das sind drei Häftlinge, die im State Prison einsitzen. Wir haben eigentlich hier überall Überwachungskameras, ne? Wollte ich nochmal anmelden. Theoretisch, ja. Aber ich weiß halt nicht, ob da die, hinten ne? Ist eine, ja, ich da weiß. Oben ist eine, da ist eine, da ist eine, da ist eine. Wir haben hier überall Kameras. Ich weiß. Die Sache ist nur, Grundsatz der Glaubwürdigkeit, der reicht eigentlich schon aus, weil es sind drei Häftlinge, die im State Prison einsitzen für Sachen, die jetzt gerade wieder gemacht haben. Ist einer von denen, ich stelle mit 24.000 Haftanheiten? Jamal Houston, hier, wie heißt der, Thiago Calito Rivera und Adrian Hale. Höre, das sind die drei. Wenn ich Rivera höre, schalte ich schon wieder dicht. Davor folgen sie gerade zwei Motorräder. Ja, wie gesagt, die haben die einfach angegriffen, ohne irgendwelchen tieferen Grund. Die haben denen theoretisch sogar das Gym aufgemacht und meinten so, ey, wenn ihr Sport machen wollt, ne, ist jetzt offen, könnt ihr nutzen. Und was machen die? Gehen auf die los. Also das ist halt, sorry, aber... Das ist ja, halt, wenn einer die verfolgen kann, einmal ab der Peropier, die haben abgedreht, dass wir sie bemerkt haben. Alles klar. Ich guck mal, was da hinten abgeht. Ja, ich komm mit. Nehm ich den Pumpkin mit. 453 würde sich dem annehmen. In welche Richtung sind die Motorräder geflohen? Komm. Osten, letzte Sichtung. Check. Ist eigentlich gerade jemand auf der Treppe gestolpert? Ich hab da so ganz, ganz wilde Geschichten gehört eben. Oh, Tremble, ich schüsse sehr, Leute. Brauchen Sie noch Aussagen von denen, oder? Von den drei Tatverdächtigen? Ja. Von denen habe ich noch keine Aussage, ne? Also, ja, okay. Wenn es möglich wäre... Ist, wie so Streifenkapazität aussieht, sonst... Ja. Ah, die sitzen aber eh scheiße lang noch. Ich hab mir gefragt, ob die aber noch benötigt werden, weil die ganze Zeit hier rumstehen. Ja, wie gesagt, sonst, wenn es möglich ist, einfach kurz... Aufnehmen. Ja, aufteilen, aufnehmen und dann passt das. TAF, TV-Belehrung aufnehmen, sagen, dass die wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung vorgeworfen wird. Ja. Wobei die Beleidigung, okay. Die haben wir alle erlebt, die können wahrscheinlich eigentlich sofort verstreckt werden. Okay. Ja gut, das ist die eine Beleidigung. Die Beleidigung bezieht sich auf eine Sache, die Marshall gegenüber erwähnt wurde, deswegen. Wobei Tateinheit, Tatmehrheit. Ist alles STGB eigentlich. You know what I mean? Ist egal, also ja, sagt erstmal gefährliche Körperverletzung auf jeden Fall, ja, das haben wir auf jeden Fall. Ich hasse dieses Tat-Einer-Tat-Mehrheit. Wieso kann ich nicht zusätzlich Beleidigung reindrücken, wenn ich hier gefällt? Das verstehe ich immer noch nicht, ja, weißt du? Aber das ist halt gesetzt. Ich meine, rein theoretisch sind es zwei unterschiedliche Taten, oder? Nee, es bezieht sich auf eine... Gott, ich werde wahnsinnig mit diesem Funk. Es ging um eine Sache, die wurde der Marshall gegenüber erwähnt, so, bevor sie angegriffen wurde, so gesehen. Ja, das deshalb, ist dann gerade jetzt in West Putschi. Sind keine Aussagen. Süden. Ja, super. Gehört, der Sheriff hat Spaß. Norden an Letzbada vorbei. Beide Richtung Norden, Richtung Weasel News. Nach dem Einsatz muss ich noch telefonieren. Sichtkontakt verloren.
Hast du auch immer so viele Telefonate als Supervisor? Ja, schließt sich an. Geht. Muss schon die richtigen Leute verweisen. Na, so war das auf die Arbeit bei dir. Nein, eigentlich nicht. Ich rufe nicht allzu viel an. Ich glaube, die Leute rufen immer lieber die an, die sie kennen oder mit denen sie viel zu tun haben. Scheiße, dann habe ich ein großes Problem. Ja, 0S, Fährrichtung Lastfahrer. 10-10. Ich bin halt keiner, der jeden Tag 6 Stunden da ist. Das ist vielleicht auch nicht so viel tun. Da rufe ich lieber McKinney an oder Parma an oder weiß ich nicht. Sollen wir uns gleich nochmal aufteilen bei denen jetzt da hinten, weil wir haben jetzt 3 gerade schon separat, dass wir mal die Belehrung machen und die befragen? Sind das, werden die nicht gerade befragt oder bin ich die 2 werden gerade befragt, ja. Die eine Kollegin, die bei dem Herrn steht, die steht gerade alleine, ist halt nur. Schlecht. Frisch geduscht. Nicht allein. Ja. Ich kann auch einen Marshall als Zeuge für die Aussage nehmen, oder? Die sollen jetzt schnell gemacht werden, weil wir haben kaum Streifenkapazität draus. Nee, mir geht's darum. Ich habe eben den anderen Marshall befragt und da kann doch auch ein Marshall dabei gewesen sein, oder? Das geht doch, oder? Sollen wir die Aussage aufnehmen? Mach kurz. Okay, das ist klar. Die werden eh sagen, gefährliche Körperverletzung. Die werden eh sagen, dass sie es waren. Die haben die ganze Zeit schon bestritten. Alles klar. Es geht darum, pass auf. Ich habe eben eine Aussage von Marshall aufgenommen. Das heißt, ich habe die mit aufgenommen und da stand Marshall neben. Ich würde den einfach mit reinschreiben, oder? Das geht doch. Ja, machen. Herr Marshall kann auch Aussagen bezeugen. Also, hey. Das sind Mitarbeiter von der Justiz. Ich denke mal schon, dass das kein Problem sein wird. Eigentlich könnte man ja sagen, dass die von Amts wegen her schon belehrt sind. Ja, davon mal abgesehen. Ne? Ich habe die trotzdem nochmal belehrt. Beide. Und dann passt das auch. Negativ. Das Einzige... Entschuldige mich. Ich muss das bekommen. David Phoenix hat mich angerufen. Dann einfach erstmal aktiv gehen kommen. Was war's? So nichts. U11 somit aktiv. Ich hab einfach aufgelegt. Ja, ein kleines Arschloch. Ah, ich werd dir mal ins Büro rufen, das Dreck. Leitstelle 247 kommt. Nein, ich mach das jetzt nach dem Einsatz. Ich will jetzt nicht 10 Sachen gleichzeitig machen. Ich mach die auch erst nach dem Einsatz. Deswegen, ich bin kein Fan davon, solche Sachen einfach direkt abzuhandeln, weil. Geht so unübersichtlich. Mit einem schwarzen Motorrad. Ja, die Leute, die sind immer so. 30-Unit war. 1860. Wir fahren jetzt Richtung Motorrad. MD. Ja, Richtung MD, okay. Wir sind gerade in Fahrt Richtung Norden. Ich würde zu gerne zuhören, was die da vorne gerade machen, ne? Sind jetzt abgebogen. Die Sache ist, wenn wir da hingehen, dann reden die bestimmt über was anderes. Lass mal zu dem einen Dude jetzt da hinten hingehen und die letzte Belehrung machen, komm. Dem einen Dude. Das ist der Sheriff, Mann. Das Regiezentrum zu, sind jetzt abgebogen. Wir fahren weiter in Richtung Westen. Okay, gut. Ich glaube, wir müssen los, ne? Kann das sein? Gut. Wir haben tatsächlich noch zu den Herren ein paar Fragen. Ja, dann fragen Sie. Aufgrund dessen, was hier passiert ist, sind Sie tatsächlich Tatverdächtige der gefährlichen Körperverletzung. Okay. Das heißt, wir müssen Sie einmal belehren und würden Sie tatsächlich zu diesem Sachverhalt befragen. Na, grundsätzlich können Sie sagen, was Sie wollen. Sind am Monigut-Friedhof vorbei. Weiter meine Aussage. Also Sie wollen noch gar nicht belehrt werden? Wir fahren wieder auf den West Highway. Wir kommen kaum hinterher. Ja, ich bin jetzt trotzdem, dann können Sie das nochmal wiederholen. Alles klar. Sie haben das Recht zu schweigen, alles, was Sie sagen kann und wird gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Können Sie sich keinen leisten, wird Ihnen einer gestellt. Ist kein Anwalt erreichbar, müssen Sie sich selber verteidigen. Haben Sie Ihre Rechte verstanden? Ja, hab ich verstanden. Okay, möchten Sie Ihre Aussage verweigern? Fahren gleich in die Destero-Unterführung rein. Ihr Name war nochmal? Adrian Hale. Noch jemand im Dienst, der heißt. Dann ist die Befragung wieder um 27.29 erledigt. Nein. Ich hätte doch mal einen Ausweis zeigen. Ja, gut, ich bin gerade in den Tatort gefahren. Ja, dann zeigen wir. Ja, wegen State Prison habe ich mir gerade gedacht. Und zweite Frage. Wir müssen den Ausweis mitnehmen. Okay, dann können Sie den Ausweis mitnehmen. Die verzichten auch soweit auf den Anwalt, ne? Die können bis zu 120. Ich mache deine Aussage. Alles klar. Perfekt. Dankeschön, dann hat sich das auch soweit erledigt. 402 meldet, dass mehrere Fahrzeuge mit erhöhter Geschwindigkeit. Dann müssen wir gleich soweit fertig sein. Gut, alles klar. Dann lass uns mal in den Zellenbereich gehen. Okay. Dann müssen wir mit dem Wetter über sprechen. Ja. Können wir gehen. Check. Die 408. Haben wir ein paar Morde begangen. Kommen Sie her. Kommen Sie da mal ein Stückchen weg. Zu mir? Vermehrt ja. Es kann sein, dass die Versuchung eines Fahrzeugs auf den Verwahrhof anzukommen.
und das Zusammenhängen mit den ganzen Entführungen etc. Passen Sie entsprechend auf. 360 ändern. An der BTG Richtung Norden gewesen, rote Unterbodenbeleuchtung, schwarzes Fahrzeug und die vierte erstmal eine Überführungsfahrtbegleitung, Tow Truck Richtung. Ja, gut, okay. FFC. Wissen die drei das? Ja, gut, okay, das ist erledigt. Ja, super, der eine hat die Aussage verweigert. Es geht gut los hier. Ja, verstehe ich. Ja, das verstehe ich. Ja, verständlich. Ja, ich kenne das noch von früher, ja, alles gut. Nee, gut. Alright, gut, dann werde ich jetzt sagen, wir rücken wieder ab von unserer Seite aus. Also außer jetzt ist ja irgendwas am Laufen hinten, sehe ich gerade eine Außenbefragung, glaube ich. Befragungen laufen gerade noch. Ja, State Prison, es werden noch einige Aussagen aufgenommen. Der Einsatz an sich ist aber soweit beendet. Die Einheiten, die nichts mehr zu tun haben, können die normalen Streifen jetzt wieder aufnehmen. Ja. Genau, also links wird noch eine Aussage aufgenommen, meines Wissens nach, und dann sind wir hier auch fertig. Wer ist denn hier der Sky bei euch im State? Also, Marshalls? Ja, das ist der Sky, der hier die Leitung hat. Okay. Der ist aber aktuell nicht die 88 für 325 kommen. Aber Debris dachte ich, ist die. Also, die haben doch gemeldet, dass die hier komplett irgendwie der Tank ist. Aber es braucht ja eine Abschleppung, wenn wir gerade hier vorbeikommen. Oh, hier habe ich morgen Termin. Ja, ich habe das FD gerade am Telefon, die bisher noch helfen können. Allerdings ist nicht der Tank leer, sondern die Vorlage so cool beschädigt und da läuft Öl aus. Ja. Check, Ende. Ja, wie gesagt, deswegen. Du kommst da nicht raus. Ich muss raus! Ja, scheint aber nicht gesuchtes Motorrad gewesen zu sein, ist abgetreten. Ich muss rauf! Achso, ja, okay, alles klar. Achso, verstehe. Alles klar, gut, dann weiß ich Bescheid, ja. Ein bisschen Spaß muss sein. Achso, können wir raus? Dann kommt das Lachen von ganz. Ne, wir kommen ja nicht raus. Doch, kommen wir. Die Macht bekommen, guck mal. Auf! Jo, wunderbar. Flashbacks, können wir. Frische Luft. Ja, ist das schön. Sterling und Foley sind noch drin. Ja, Pech gehabt. Ich wollte es nur erwähnt haben, wenigstens, ne? Also. Ich meine eigentlich die ganze Zeit hier Leute in der Nähe vom State Prison. Was ist das eigentlich für eine Institution hier? Da war man jetzt ein Menschenschrei. Ja, ja, genau. Dankeschön. Ja. Will ich wissen, was in den anderen Tracks gemacht wird? Elektrischer Stuhl. Ich vergessen, bin ich jetzt ehrlich. Ich dachte eben, du hast jetzt das Feuer geschlossen hier. So, was nehmen wir mit für den Bus? Ich glaube, wir müssen außen rumlaufen, oder? Ich streck dich mal rum. Ich glaube, wir sind nicht von innen gelaufen. Wir hätten auch einfach durch das Huch. Dings gehen können. Können wir hier langlaufen. Okay. Okay. Hoffen, oh, ganz ruhig. Oh, scheiße, ey. Wenn man los. Oh. Rein. So. Dankeschön, dankeschön. Wer möchte das BCSO freiwillig wechseln, der kommt hier raus. Wenn nicht, dann bleibt ihr drin. Oh. Ich möchte zum BCSO. Du bist war ja schon einmal beim BCSO. Links. Mann. Na gut, ne? Können wir das anrechnen lassen? Sich hier rauskommen. Okay. Oha, und warum jetzt nicht mehr? Ist das nicht schön hier drin? Ah, ist das nicht super? Ah, das Licht. Ey, Stage Prison Dienst hier, den wir mal hatten, war super. Der frische Duft nach Bergamotte, Wahnsinn. Das ist geil, wirklich. Ich könnte hier schlafen. Habe ich schon mal tatsächlich, aber das ist ein anderes Thema. Lass mal. Okay, spannend. Ja, lass mal das. Ich glaube, du musst die Tür uns noch zumachen. Habe ich, oder? Die ist doch zu, ne? Warte. Offen? Die Tür hier offen? Ja, ist zu. 4.8.10.20. Ja, die Karte behalte ich jetzt einfach, ne? Wollte ja nicht. Unterführung und holt das Fahrzeug ab. Das ist so groß wie Sheriff, haben Sie ganz kurz. Klar. So, ich danke euch. Ja, danke euch für die Unterstützung. Dankeschön. Immer gerne. Wir wünschen euch noch einen ruhigen Dienst. Ja, ebenso. Danke. Danke für den Dienst. Danke für die Aussage bekommen Sie. Übrigens, die du jemals hattest, Folie. David, du wirst meine Aussage zu dem komplexen Fall. Letztes Mal gab es einen Tornado und dann 2.10.90. Danke dafür. Okay. Ja, perfekt. Schreib dir eine E-Mail zu meiner Aussage, die ich auch noch
20 Mission Warp PD. Ja, ja, das, ja, das kann ich nicht hier bei David sagen, leider. Ja, ich kann mal schicken. Ja. Ich hab's gesehen im Discord. Hab's gesehen. U11, kurz 1020, nördlich Staatsanwaltschaft, Verkehrshindernisbeseitigung. Ja, wundert euch nicht, die Motorräder, die gleich bei euch in High Speed Unit vorbeikommen, haben nichts mit der ganzen Sache zu tun. 433, Überführungsfahrt, Stay Pushing, La Mesa PD. Check. Stay Pushing. Oh, wir können so langsam wieder. Adrian Hale, also. Mhm. Hat jetzt 10 hier. Adrian Hale, Thiago Carlito Rivera und Jamal Houston. Mhm. Alles nicht unbekannt. Ja, ja, Hale, den kenne ich ja. Ja. Ja, Rivera soll ja auf mich geschossen haben, habe ich bei der Staatsanwaltschaft erfahren. Ist ja auch schön. Also, der hat mich ja anscheinend angeschossen. Ist das so ein Grabsieg gewesen oder was? Ja, ja, genau das Ding. Ich meine, eigentlich weiß ich nicht, ob ich das erfahren dürfte, aber es hieß einfach so, eigentlich ja. Nicht, glaube ich. Sie sind ja geschädigt da bei dem Fall hier, ne, für Mord im Versuch, wo die Tatverdächtigen Sobinov und Thiago Carlito Rivera. Die 448 ja, mit shit, einem danke. Motorrad mit zwei Aufsätzen. Wir fahren gerade Seitengassen in South LS, sind gerade in Chamberlain Hills gewesen. Ich wollte nur zusätzlich sagen, die Option, die du da auch jetzt hast. Ne? An der Megamall vorbei in Richtung Süden, fahren jetzt auf den Megamall Parkplatz, fahren jetzt über den Megamall Parkplatz südseits vorbei. Ja, wäre halt der Punkt, aber wenn es halt schnell gehen muss und die waren halt nur kurzzeitig dort, ne, dann hätte man auch die IDs da geben können. Das wäre, glaube ich, tatsächlich diesmal der effizientere Weg gewesen. Nee, aber Motorrad dann wünsche ich dir noch eine schöne Schleife, okay? Abgesetzt, wir fahren weiterhin mit dem Motorrad her durch viele Gassen in Southerless. Wo fahren wir jetzt hin? Überführungsfahrt Paletto, oder was? Wollt ihr das nicht sehen, ihr beiden? Ja, gerne. Richtung Norden, ja. An Ocean Rancho Barbecue vorbei, fahren jetzt Ich wollte David noch massieren, ich bin einsam. Nein, wir sind abgebogen. Alles klar. Okay, jemand anderes den Schiff. Bitte nicht, ey. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, euch beiden. Ne? So, braucht ihr noch Öl oder so? Nee. Ich habe eine andere Frage. Kann ich Erste-Hilfe-Kurs auch privat machen, den erweiterten? Soll ich fahren jetzt Richtung Süden? Nee, ist schwierig. Okay. Ja, mach dir mal lieber. Wenn ich die Pumpgun kriege, kann ich David dann meine geben? Ja, Motorrad ist so schnell, kommt kaum hinterher. Hat er keine? Bist du gar nicht? Also ich bin noch nicht D3. Mir fehlt noch erweiterte Erste-Hilfe-Schulung. Die ist auf nächste Woche angesetzt, sofern sie stattfindet, nach dem, was wir beim MD durchgezogen haben. Die Länge ist halt nicht stattfinden. Ich sag so, ja, ich weiß auch nicht, erweiterte Erste-Hilfe-Kurs. Bitte. Ich glaube, der macht Flugarbeit, kann das sein? Wenn in dieser Erste-Hilfe-Kurs öfters nicht angeboten wird oder sowas, was ist möglich, jetzt sagst du mir bitte nur Bescheid, okay? Ich weiß nur, dass der letzte ausgefallen ist, deswegen. Ich sag mir Bescheid, weil ich hab jetzt auch einmal schon das einfach gesagt, okay, das wird dann trotzdem befördert und dann. Weil wenn das dann wirklich nur davon abhängt, das ist dann, da sehe ich das nicht ein, weißt du? David hat gerade das gleiche Problem, was ich hatte, damals. Ah, okay. Mit Zeit wahrscheinlich, ne? Ja, damals hatte ich das einzige Problem, was ich damals hatte mit der D3-Beförderung, weil ich habe es nie zum Erste-Hilfe-Kurs geschafft, weil dann 4, drei Monate 5, lang 10, keiner mehr angeboten 20. wurde. Ja, das Taxi-Tausch. Ja, deswegen ist das Ding. Und weil halt Sykes und so kaum da war, wurde ich halt nie befördert. Dann guck mal nach rechts. Boah. Daher komm. Nee, bei dir weiß ich ja das alles, was heißt. Ja, ne, ihr könnt da, ich leg Werte fort und sowas ist klar, ja, aber hey, ihr habt euch das erarbeitet so, ne? Sache ist, ich hab das schon mal gemacht bei Lock and Load damals, na egal. Ganz kurze Frage an euch drei, ja? Dann muss ich euch gleich gehen, sofort. Acapulco. Ne? Eine Frage habe ich jetzt, eine ernst gemeinte Frage, ich möchte, dass ihr mir die auch ehrlich beantwortet, okay? Bitte. Nehme ich mir wenig Zeit für euch? Gar keine Zeit?
Nach dem Telefonat heute definitiv nicht, ne? Also. Das ist mir generell so. In den letzten Wochen, seitdem ich Sheriff bin. Ja, am Anfang gebe ich zu, da war nicht viel Zeit, weil da habe ich auch Scheiße zu tun gehabt. Wegen der Position erstmal, aber. Letzte Zeit, in den letzten zwei Wochen. Wurde es jetzt nicht mir bist du mal gleich gekommen, wenn ich war, oder ja, wenn du mit dem gefundenen Ausdruck, dass du dir relativ zeitnah, wenn ich was gebraucht habe, dass wir uns da zusammengesetzt haben. Hm. Aber ich habe halt von Kollegen anders auch mitbekommen, dass du da vielleicht was das vielleicht alles etwas nicht zu ergeben hat. Okay. Ja, okay. Mhm. Er checkt bei Ihnen, alles in Ordnung, weil es wurden jetzt bestimmt fünf Funksprüche ohne Text. Nein, ich würde, also, ich habe das gehört, deswegen würde ich gerne einfach nachgehen und wissen, ob das stimmt. Ja, schleim erstmal, weil ich ja jetzt befolgt. Nein. Nein, das ist echt schwierig. Also, ich hatte ein Problem gehabt. Na, ich kann auch verstehen, wenn ihr mal ab und zu nicht da seid, aber so richtig so, boah, warum war der in letzter Zeit, habe ich kaum von ihm was gehört, hatte ich noch nicht. Das Ding ist halt immer, was ihr verstehst, ihr denken müsst, also, wenn Rebecca und ich auf Steife fahren zusammen. Dann haben wir nur Streife zusammen, weil wir was klären müssen und einfach nicht im Büro hocken wollen, sondern euch auf der Straße unterstützen wollen, ja? So, das dürft ihr nicht falsch verstehen. Und es gibt halt leider einfach, klar ist der Spalt zwischen Deputy 3, ja, und Assistant Sheriff sehr, sehr groß. Es gibt da aktuell, außer die beiden Sergeants jetzt, gibt es da keinen zwischen. So, das ist klar, es ist der Sprung riesig. Und Rebecca und ich müssen halt unsere Position ein bisschen was anderes machen. Und das, wir können halt dann nicht, haben wir halt nicht immer Zeit, das ist halt einfach so. Soll nicht irgendwie abgehoben überkommen. Aber manchmal geht es einfach nicht anders, ne? Und wäre mir halt immer ganz wichtig, wenn irgendwas sein sollte oder ihr unzufrieden seid oder sowas, dann sagt uns das auch gerne wirklich. Und kehrt es nicht in uns euch rein. Und lasst es dann zum Knall kommen erst, das bringt nichts, okay? Also einfach. Bei Zeit, wenn man eine Personalfrage ist, gemeint, wenn wir ein Problem oder Anliegen haben, nur das. Oder. Weißt du jetzt, womit ihr zu uns kommen könnt, meinst du, oder was? Aber wenn ich etwas gebraucht habe, so war ja alles so. Das Einzige, was mir vielleicht etwas aufgefallen ist, seit ich Sergeant-Anwärter bin, oder das jetzt da auf den Pain gegenüber können, in Böse zu meinen. Aber in meinen Augen hat der Pain schon etwas bevorzugt. Ja, das Ding ist halt bei Pain gewesen. Also, ja, da kann ich auch, das haben wir jetzt auch schon gesagt. Das Ding ist halt so bei Bevorzugung, würde ich jetzt nicht sagen, sondern wir arbeiten halt zielorientiert beim BCSO. Wir müssen gucken. Das heißt, man muss halt vorangehen, ja, und es war halt einfach so, dass Payne in letzter Zeit halt einfach die Fortbildung gemacht hat, ja, ob es, also das, da habe ich jetzt keinen Überblick gehabt, mit wem er die wo gemacht hat, ja, das ist, wurde gemacht, passt mir, habe ich nachgeguckt, wurde gemacht, ist okay, ich vertraue den Personen, die es mit ihm gemacht haben, alles gut. Er ist halt einfach jemand gewesen, das soll jetzt nicht heißen, dass ich mit anderen das nicht plane, ja, aber Payne ist zum Beispiel eine Person, die ich aktuell brauche, weil ich brauche eine Position besetzt im BCSO, die müssen dringend besetzt werden. So, und das gleiche habe ich auch, wenn ich mit dir vorlore, das gleiche habe ich auch mit allen anderen Sergeant-Anwärtern vor. Das Ding ist halt bloß, ich muss damit einen anfangen und Payne war halt derjenige, der halt in dem Moment einfach am richtigen Zeit am richtigen Ort war. Ja, aber ihr werdet nicht vernachlässigt. Das Ding ist halt bloß, die einzigen Leute, die halt diese aktuelle Sergeant-Ausbildung machen können, Verbindungen, sind aktuell Rebecca und ich theoretisch. Und theoretisch Kowalski. Kowalski schafft das aber nicht, er macht das nicht, weil er selber keinen Plan hat, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich habe ja, das ja auch in diese Richtung mitbekommen. Ja. Und weil ich jetzt in dieser Position bin, will ich ja auch was zurückgeben, wenn ich die Erfahrung irgendwann habe. Jetzt kann ich das noch nicht, weil ich zu unerfahren bin. Aber wenn ich die Erfahrung habe und die Möglichkeit kriege, die Fortbildung zu machen, dann bin ich der Erste, der sofort, wenn jemand sagt, ey, hast du gerade Zeit, eine Fortbildung zu machen? Jo, komm, wir machen jetzt Straßenfortbildung, wir setzen uns hin. Sobald ich halt habe, versuche ich da auch zu machen. Wir müssen es halt ein bisschen wieder aufbauen. Ne? Wir haben jetzt halt keine Person, die ausbilden können, dann müssen halt sowas erstmal aufbauen. Und wenn wir aber so zwei, drei Sergeants haben, ja, und dann auch die Captains besetzt haben und sowas alles, dann ist da läuft es auf jeden Fall anders. Das ist halt eine schwierige Phase jetzt leider. Das ist halt ein bisschen problematisch. Ich werde da mit den Kommissar mal reden, ja, wenn ich ihn mal erwische. Ja, weil gefühlt ist er ja scheinbar heute auch da gewesen, aber zu den Zeiten, wo ich nicht im Dienst bin. Nein, korrekt. So, wir sind jetzt an Benny vorbei. Dass auch die Sache mal geregelt wird mit Sätzen der Sergeants und Captains Position, wie ich da was für Freiheit ich da habe. Wir werden dann sitzen einfach. Sind jetzt gleich an PDM, ich auch ohne Sergeant-Prüfung. Weil ich brauche Leute, das funktioniert so nicht. Ich glaube, in der Zeit gehen sie alle Leute kaputt. Ich denke, du bist wieder da, heute gesagt. Was bitte? Sind jetzt auf die Erhöhungen am Acadius Tower aufgefahren. Ah, okay. Wann ist er da? Jetzt auf die Unterführung. Ah, okay, perfekt. Ja, das passt. Denn, weil das Ding ist, wir brauchen eine Position, wir brauchen zwei Kinder, wir brauchen mindestens einen anderen Sheriff. Ja.
Wir brauchen 2 Sergeant 2s mindestens. Sie brauchen 4 Sergeant beim AHL 1. Das ist so meine Vorstellung. Da passt das eigentlich alles. Aber das brauchst du erstmal. Das ist halt das Ding. Das dann brauchst du Leute für dieses Feld. Ja, das dauert theoretisch. Aber ich sag, dass jetzt alle D3 zur Sergeant-Prüfe angemeldet worden sind. Dann weiß ich ja, dass es das ja eigentlich funktioniert. Also die meisten. Also jetzt nach Norden alle, aber die heute anwesend waren. Die heute anwesend waren, ja. Aber ich habe schon eigentlich. Das habe ich Max und Dave tatsächlich auch weitergegeben. Ja, ich habe den beiden gesagt, ey, ne, ihr seid ja auch schon sehr lange D3, meldet euch gegebenenfalls, weil der Commissioner hat auch, als der Jacobs reingekommen ist, hat auch gesagt, Herr Jacobs, wie lange sind Sie schon D3? Und dann wurde er auch auf die Liste gepackt. Ne? Deswegen. Herr Sterling. Sich da vielleicht auch. Hallo, eine kurze Frage. Haben Sie mir noch die Namen von den anderen beiden? Jetzt auf der Spanish Avenue Prison, also in Vinewood. Thiago Calito Rivera und wer noch? Jamal Houston und Adrian Hale. Ja, es gibt, also beispielsweise, um mal zu gehen, Pedro. Kein Problem. Bakarian ist Sergeant, wer die, also Sergeant, also soll das definitiv machen. Prentice sehe ich da, McTavish sehe ich genauso da. Jacobs sowieso. Er hat es auch gesagt, Laurent, ja, muss ich nicht drüber reden. McTavish ist ein übelster Spezialist, was Ausbildung. Ja, Sanders zum Beispiel sehe ich auch da. Ja, Coa ist genauso. Also die sehe ich alle da. Also auf den Sergeant-Posten, wenn ich sogar höre. Also ich habe meine Positionen, habe ich schon besetzt. Wir brauchen mal wieder ein paar D1 und D2s am SO, habe ich manchmal. Ja, aber ich habe die Positionen oben, ich sag mal ab. Lassen wir das Hardshot mal weg, ab Captain aufhört, habe ich schon besetzt mit Person. Also es ist schon Arbeit. Also die Person, ich warte halt nur darauf, dass die das Hardshot-Prüfung fertig haben, dann ist erledigt. Ja, das Ding ist halt, was ja, das habe ich jetzt auch gerade in den Kopf bekommen. Das habe ich gefragt, ob ich Zeit für euch nehme. Das Ding ist halt, ich habe in letzter Zeit, ich kann halt nicht überall sein, weißt du? Ich muss halt die Informationen einholen und ich muss halt darauf vertrauen, dass es läuft. Und weil, verständlich, will. Ich bin zum Beispiel jetzt am 4.9., also am 3.9. bin ich 2 Wochen weg. Ja? Da fliege ich dann nach zu gehen, die Kamera. Ja, du kannst nicht mehr, Alter. Oh, das geht sich gerade so aus, dass Rebecca wieder scheiße. Genau, das ist mich richtig eng. Und dann bin ich 2 Wochen hier, fliege ich in die Heimat nach Kanada. So, das heißt, ich weiß aber zum Beispiel, wenn ich da hinfliege, ist das auch kein Problem, ich muss keine Gedanken machen. Das läuft sowieso hier. Weißt du? Das ist halt das Ding. Wenn du kommst, wird das Handy erst ordentlich verstehen. Ja, das ist gut, da kriegen wir wenigstens ein vernünftiges Gebäude hin. Boah. Oh. Ja. Deswegen, ne? Aber ich habe Panik, wenn ein Motorrad gefunden wird. Habe ich noch einen Arsch? Das war jetzt sehr knapp. Ja, ist echt knapp tatsächlich. Ja, wir stehen halt auch sehr blöd. Oder richtig dämlich. Aber nein, ja. Ist seine Schuld. Zieh mal den Pisser. Gut. Aber ja. Warum ich angerufen habe, sind die Fuhrpack-Rucksäcke im Kühlschrank im Sandy? Nee, tatsächlich nicht. Ich suche die auch. Danke. Gut, es ist ein wenig nicht verschimmelt. Ich würde das gerne wissen, wir haben einer keine der großen mehr. Rucksäcke ist nämlich von mir persönlich. Ja, wer, hat den wer hat den denn genommen? Ja, ich habe die, hab die Kowalski gegeben, damit ihr das verschimmelte Zeug da reinpackt. Ja, dann liegt die noch da drin. Wahrscheinlich sind die nicht, nein, nein. Ich will die zurückhaben und der soll da mit einem Hochdruckreiniger reinspritzen einmal. Damit warte, hier. Anode, die passen noch gar nicht in den Kühlschrank rein, genau das, ich habe probiert, ne? Das ist nicht gegangen. 4, 4, 18, ja, das letzte Mal, wo ich die gesehen habe, war da bei diesem Schimmelaktion. Aber das war etwas umständlich, die ganzen Sachen vom Fuhrparkschrank rüber nach Krebschi zu bringen. Und wo der Sergeant zu mir gekommen ist mit den verschimmelten Dingen in die Hand, wo er guckt das mal an. Ich so, ich verstehe auch immer nicht, warum man immer noch dort einkaufen will. U11, ich kann ja immer noch essen. Ach, ich gebe doch den Mayhems jetzt nicht nur freiwillig mein Geld. Tu die Mayhems, Laura, mein wirklich. Gott, hinter Honey Steiner. Wirklich, hinter Honey Steiner, wenn ihr da rechtzeitig seid, da kriegt ihr relativ frische Burger. Weil die Leute essen die nicht ganz offen, schmeißen die weg. Gut. Ah, Pain, perfekt. Sehr gut. Guck mal, kannst selber in den Kühlschrank jetzt gucken wieder. Könnt ihr selber reingucken. Ist nichts drin. Es ist auch frische Sachen da drin. Ich weiß gar nicht, wo die ganzen Leute beschweren sich immer über altes, abgelaufenes Essen. Jetzt hier kommen sie. Wird angefunkt. Schade. 10-20 Cent ist so kommen. Also wie gesagt, mit Ende. Die Rucksäcke sind da nicht drin, keine Ahnung, wo die sind, I don't know. So, ich würde dann langsam außer Dienst gehen, ne? Gut, dann fahrt ihr mal, könnt ruhig hochfahren mit dem Karren hier. Okay. Übrigens, der Elber steht oben, ne? Ja, das wollte ich. Der war steht oben? Der Elber, der Sheriff war, gell? Ja, scheißegal, kann auch umstehen, weiß ich nicht. Aha, das ist. Krieg ich permanente Erlaubnis hier zu fahren? Boah, guck mal, der kriegt der ich weiß das nicht, weißt du? Krieg ich permanente Erlaubnis hier zu fahren? So schlimm wie letzte. Ich fahr mit dem Ding auf Streife, ich schwör's dir. Warum? Das Ding ist halt, also was Laurent bei den alten 2 Karren, ne? Bei der Reata und also wenn die jetzt mal oben hier unten stehen, ist scheißegal. Da müsst ihr euch echt keinen Stress machen, wirklich. Die sind relativ egal, wo die stehen. Das ist egal. Da kriegt bei Laurent das aber anders, das weißt du. Ja, das ist auch gut so.
dass es so ist, aber das, also müsst ihr echt keinen Stress machen bei den Karren, die sind überhaupt nicht relevant für den Streifendienst. Wirklich null. Alles klar, ich, kann ich morgen den SUV auch fahren? Welchen SUV? Der Äquivalent zum Albany. Riata meinst du? Achso, der Riata, so. Du musst, kannst du den darfst du leider nur fahren, wenn ich einen Dienst. Weil dann, wenn du damit gesehen wirst, nicht in Dienst, glaubt mir, da kriegst du definitiv ein Problem. Na, schade. Kann ich jetzt schon sagen, lassen macht das nicht, wenn ich nicht bin. Schreibe eine permanente schriftliche. der Reiter ist sogar tatsächlich gar nicht mal so schlecht für den Streifendienst. Der ist halt auch arschlangsam. Der ist aber gut für Bergrettung. Mhm. Also statt um Autos wegzuschieben. Nee, dafür nicht. Der ist für die Bergrettung. Das hat nur zwei Sätze, ne? Denk dran. Ja, das ist eigentlich richtig so, dass bei diesem Esperanto, keine Ahnung was, der jetzt oben steht, dass da immer noch drin steht, Abram Kowalski? Nee, das war ja, in Kowalski, in Trimley. Okay. Ich mach das, ich hab das Sheriff rein. Okay. Also auch so übrigens, Sergeant, ne, und andere, ihr anderen bei hier, ne, mit diesem, also ich hab's ja übrigens auch schon gesagt, tut mir einen Gefallen, ne, wenn ihr einen Einsatz habt, ne, und es ist irgendwas, ja, ihr braucht einen KR-Karren oder irgendwas, nehmt die Scheißkarren, ja, ist mir scheiße, ob es ein Supervisor-Karren ist, wenn ihr es für den Einsatz braucht, nehmt es, danach fahrt die Scheiße wieder zurück. Okay? Ja. Macht, was ihr wollt. So, außer ihr braucht dafür einen Führerschein oder ihr braucht dafür eine Unit. Ansonsten, feel free. Hey, wieso hast du den scheiß Hubschrauber gefunden? Wie hast du den überhaupt in die Luft bekommen? Keine Ahnung. Und ist ich halt habe Knöpfe gedrückt. Halt es muss halt erklärbar sein, ne? Wenn ihr jetzt mit Anmarsch fahrt, ihr hättet einfach mit Buffalo fahren können, der neben steht, dann gibt's Probleme, ja, aber wenn ihr jetzt eine Karre fahren müsst oder die Rescue nehmen musst oder so, dann macht es. Den Buggy, keine Ahnung, ja, wenn es unbedingt sein muss und ihr müsst unbedingt, geht nicht anders und ihr müsst den Reata nehmen, dann nimmt ihn. Ja, aber wirklich, dann müsst ihr es halt begründen können, ne? Ja, ja. Okay? Also viel free so, dafür sind die Sachen so leichter. Da haben wir so viel Geld für ausgegeben für die Scheiße hier. Okay. Boah, ein paar neue Fahrzeuge wären eigentlich eh nicht so schlecht. Ja, also. Ich bin dabei, zu überlegen, ob wir den alle mal austauschen. Gegen Scouts wieder. Und den und dann noch vielleicht irgendein. Oder durch Granger vielleicht, wäre auch geil. Die aber dann Granger 3600 LX heißen die. Also aus Fuhrparksicht wäre es vielleicht sinnvoll, noch einen STX ranzuschaffen. Findest du? Ja, weil Sandy hat keinen. Und wieso haben wir eigentlich Sandy schon bei nur die dummen Supervisor? Weil der jetzt in Grapeseed steht. Oh. Wieso gibt es eigentlich einen Victor Supervisor? Haben wir oben zwei STX stehen, ne? Nein, oben steht der Buffalo S und der STX. Also wir haben zwei Buffalo S und zwei STX. So der eine von Sandy, der steht jetzt in Grapeseed, die 518. Ja, habt ihr den Buffalo S stehen, ne? Ja, schon. Ich guck mal, was ich machen kann. Das hat ein Problem. Ich krieg's aber nicht so einfach. Die Dinger kosten halt nicht eben nur 50.000. Die kosten halt ein paar mehr. Die kosten so 60 Bereich oder so. Das ist halt. Die Dinger sind arschteuer. Ja, da klar. Müssen wir halt die Leute eine Strafe mal reinballern, ne? Ja. Nicht nur das so. Ich sag mal so: Mehr Fahrzeuge kriegen wir garantiert nicht. Wir können allerhöchstens austauschen. 416, 20, okay. Das würde ich die gefährliche Körperverletzung steht ja jetzt. Nee, aber tatsächlich gesehen gibt es noch einen Victor Supervisor, glaube ich, irgendwo kann das sein. Der steht im Paletto, ja. Ja, den will ich wegkommen, eigentlich schon so Ewigkeiten. Mal gucken. Über sie. Und falls muss halt irgendwas anderes weichen. Ich überlege mir das. Ja, Fabi ist jetzt langsam müde, Fabi fällt jetzt noch raus. Gut, okay, ich überlege mal was Leroy, ja? In dem Fuhrpark, okay? Ah, oui. Dann quatschen wir nochmal. Alright, dann fahre ich jetzt mit dem Anmarkt hoch und geh aus dem Dienst. Ui, dann schönen Abend euch, drei. Ja, dir auch, ne? Mach keinen Scheiß. Ja, so bist du sicher. Bist du bei Sandy wieder? Nee. Ich hab Bock auf Franz. 5-3-1 Überführungsfahrt Palitoso. David und Payne auf Streife, beste Freunde fürs Leben. Sie lieben sich. Was denn? Ach, alles gut. Ich habe mich irgendwie bei dem Gespräch gerade so ziemlich fehl am Platz gefühlt, weißt du? Warum? Ich weiß nicht, irgendwie so. Ja, hier, Sergeant, hier ist Hunter. Ja, alle, die jetzt D3 sind, ne? Und ich stehe daneben und denke mir so, Digga, Bruder, ich bin nicht mal D3 als Mann. Wobei er eigentlich, irgendwie weiß ich nicht, irgendwie haben alle gefühlt im Kopf, dass ich schon D3 bin. Weil du dich auch jemand für jemanden verhältst, der so viel Erfahrung hat. Ich meine, Erfahrung habe ich ja so gesehen. So, und auch was Einsätze eingeht, koordinieren und sowas, kriege ich hin. Ich war bei Lock and Load Corsio. Ja, und deswegen, so, aber ich habe mich damals, auch als du Rekrut noch warst, da habe ich mich auch von dir beraten lassen, weil ich finde es immer scheiße zu sagen, das war auch Thema heute in der Feedback-Runde, ne, dass Leute einfach sagen, so, du bist Rekrut, du hast keine Erfahrung. Das stimmt faktisch nicht.
Ja, es kommen Rekruten aus dem Sicherheitssektor. Es kommen Rekruten, die waren ehemalige Soldaten. Es kommen Rekruten her, die waren vielleicht auch ehemalig Taxi- oder Busfahrer und wissen dann dementsprechend jede scheiß Ecke in der Stadt oder im County. Oder wissen, wie sie am besten mit Leuten umgehen. So, das ist eine Sache, die man ganz gut da lernt. Deswegen, was ich damit sagen wollte, ist einfach, ich finde es falsch, nur zu sagen, nur weil er frisch in diesem Beruf ist oder Quereinsteiger ist, dass er generell wenig Erfahrung hat. Klar, vielleicht hat er in dem Beruf wenig Erfahrung, aber reichlich an Lebenserfahrung wahrscheinlich, wenn er andere Jobs schon gemacht hat. Hm. Und das sollte man auch nutzen. Und bei mir, bei dir merkt man das ja. Ja, ja, mal gucken. Ich will einfach nur diese scheiß MD-Schulung durchhaben und dann einfach so schnell wie möglich den nächsten Scheiß durchziehen, weißt du? Das ist einfach so, ich versuche so die Module so schnell wie möglich abzuhaken. So, weil dann kannst du mit dem Wissen, was du da gekriegt hast, kannst du arbeiten und vor allem kannst du dann auch zeigen, dass du es einfach verstanden hast. That's right. Ja. Wie fahren das M ab und so fahren das M. Wenn du hier, er hat ja gesagt so, er hat ja quasi alles ab Captain aufwärts hat er ja besetzt. In seinem Kopf schon. Das heißt, ich denke mal, du wirst nicht lange Sergeant bleiben. Sondern wirst wieder Deputy. Wenn du wüsstest, was ich mit dir beredet habe, würdest du, glaube ich, nicht beim Captain bleiben. Ja. Ich hab da auch so Sachen im Kopf, die eventuell passieren könnten bei dir, aber hey. Was ist denn hier los? Ich darf bei Shooting anfangen. Pass ein bisschen bei den Lost auf, die sind auf Aggressionskurs. Für Sie zur Information wurden gerade vom FD angesprochen, dass diese bei einem Einsatz in das Gucci gerade wieder von zwei schwarzen Motorrädern getroffen wurden. Ist da nicht dein Ernst? Ihr könnt euren Kollegen schon mal Bescheid sagen, es gibt den Cop-Donnerstag von nun an bei Bruder Spitstop. Was? Ja, geil. Das heißt, ihr kommt vorne einen Donut für $3 und ihr kriegt ein hausgemachten Kaffee. Ich habe immer Spaß gesagt, als mich jemand gefragt hat, warum ich hier bin, habe ich auch Spaß gesagt wegen den Gratis-Donut. Ja, die kriegt den Gratis-Kaffee jeden Donnerstag. Also jeder halt, ne? Ja, also der Flyer, geil. Ich habe einen Flyer erstellt, den posten die heute noch. Das ist eine coole Sache. Ja klar, machen wir. Natürlich. Perfekt, alles klar. Ja, ich weiß, wo ich Donnerstag bin. Perfekt. Alles klar. Wir haben auch schön bei den Kollegen in der Stadt, damit die schön hochfahren. Ja, sieh, es ist natürlich gut für uns. Ja, coole Sache, freut mich. Perfekt. Alles klar, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, gell? Ihr habt auch einen schönen Abend, ne? Das ist es. Ciao. Nice, den Kopf von uns. Vor allem an dem einen Tag, am Freitag habe ich ja frei. An dem Tag, bevor ich frei habe. 10, 20 Lameter Tankstelle. Dann lassen wir den mal hier vor. Und jetzt ziehen wir den raus, ne? Und jetzt ziehen wir den raus. Schwarzer Granger 3600 LX. Schick, schick. Juckt mich nicht. Ich mache jetzt Feierabend, das wird mir. Nein, aber ich bin echt angeschlagen. Ich bin auch Reizhusten und ich bin am Wochenende so viel gelaufen. Ich habe so eine richtig dicke Blase an der Hacke. Die ist aufgegangen vor ein paar Tagen und die tut richtig weh jetzt. Ja, geil. Deswegen würde ich mir jetzt gleich noch Verband drum machen. Ach, Sergeant, ey, meine Güte, die Speed Unit steht aber gut. Ich glaube, die muss ich mal eben ein bisschen drehen mal wieder, ne? Ich bin gleich wieder da auch. 43, 24 Lameter, PD 24, lustig aus der 43, 43 wird aktiv. 413 für Leitstelle komm. Herzlich kommen. Wann noch kurz am Lameter bedienen, nehmen Mr. Koskela mitkommen? So mitkommen. 531 1020 Palito SO-Streife löst sich auf. Ciao, 512 mit einer Führungsfahrt zum Grün hier zum Palito. Tut
562 meldet sich ab. 556 meldet sich ab. Ja, wo Sheriff vorhin angesprochen hatte, ob wir uns so fühlen würden, dass er uns ja, wenig Zeit für, dass er sich wenig Zeit für uns nimmt. Oh, ich muss das Funkgerät ausmachen. Moment. Moa, halt die Fresse. So. ob er sich wenig Zeit für uns nehmen würde. So, ich meine, ich habe heute mit ihm telefoniert, weil ich habe ihm eine SMS geschrieben, weil ich einen Karakara im Zuge eines Einsatzes besetzt hatte. Deswegen hat er das vorhin wahrscheinlich auch nochmal angesprochen. Hörst du mir zu? Ja. Perfekt. Ja, ich bin mir manchmal nicht so sicher. Jetzt höre ich mal zu. Ja, perfekt. Gut, dann bräuchte ich das ja auch gar nicht erklären, wie der Typ da einfach von der Klippe geflogen ist, sich überschlagen hat und sich eine Rippe gebrochen hat wahrscheinlich und dann kopfüber in einem Fluss lag und fast ertrunken war. Fahren Sie fort. Super. Warte, ich muss kurz eine Akte aufmachen. 08 ist das dann. OV 2808-2023-08. Ich wollte aber sonst langsam dann schon nach Hause gehen. Gefährliche. Ja. David. Ja, warte kurz. Gefährliche Körperverletzung, Absatz 1, Ordnungswidrigkeit. Super. Restliche Infos kommen morgen. So, markiere ich mir kurz als fehlende Aussage von mir. Ach Gott. 55-6, ja. Mhm, man kennt ihn. So, das mache ich morgen. Gut, nee, ich hatte halt einen Karakara besetzt, weil wir da an den Strand da bei der Bellevue Lodge runter mussten und das FT hatte auch keine Autos dafür. Deshalb, ja. Und wir mussten den Patienten dann abtransportieren, deswegen habe ich nicht den Buggy genommen. Aber hey. Er hatte mit mir heute drüber gesprochen. Aber guck mal, bis jetzt Sergeant. Ja, nun krank, bin jetzt unten wieder weg. Super. Ja, mal gucken, ich will nächste Woche dann unbedingt diese MD-Schulung machen. Ich muss kurz meinen Taser nachladen. Taser entladen. Ja, ist auch wichtig. Willst ja nicht in den Spind greifen, auf einmal wirst du getasert, so weißt du, dann liegst du da zappelnd und der Sheriff kommt rein. Und das sind Kriegsehre. Nächstes Mal nehme ich die scharfe. Ich muss mal gucken, wann darf ich eigentlich die scharfe Schrotflinte mitnehmen? Ich glaube, nach eigenem Ermessen, ne? Theoretisch nach eigenem Ermessen, ja. Dann werde ich die immer mitnehmen. Naja, gut, ich meine, theoretisch. Weiß ich nicht. Gibt es da, glaube ich, keine Regelung für, meines Wissens nach? Ich bin der Schrotflintenbeten. Ich meine, du bist ja berechtigt, die zu führen. Also, warum solltest du es dann nicht tun? Also ich meine, gut, ist natürlich dann immer so eine Sache, so willst du die wirklich mitnehmen und den ganzen Tag dann mit dir rumschleppen, so weißt du? Nee. Aber ja. So, ausstempeln. Habe ich jetzt auch 3:10. Ja, mein Gott, endlich aussehen. Abgeschlossen. Oh, außer jetzt hier mal ein bisschen hier. Wiggity, 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 boo. Feierabend, saufen. Ja. Feierabend, saufen. Mhm. Ach, schön. Du wieder 8 Stunden heute Dienst gemacht, obwohl ich nur ein bisschen da so. Ey, ich habe heute 2 Stunden Dienst gemacht. Ich habe gestern aber auch 12,5, also. Du bist krank. Ich weiß. Letzte Woche, wie gesagt, 56,5. Du bist einfach krank. Hm. Du brauchst Hilfe, aber ich würde dir diese Hilfe nicht geben. Ich weiß. Du hast ja andere Sachen jetzt zu tun als Supervisor. Ich selber Hilfe brauche.
Na gut, dann komm gut nach Hause, ne? Pass auf dich auf. Guck, dass es nicht schlimmer wird. Ich brauche dich morgen oder so. Ja, mal gucken. Gut. Selbst wenn ich halb tot bin, kann ich im Streifendienst sein. Bis dahin. Ja, bis dann. Ich mein heute. Super. So. Dann ab nach unten jetzt. Jetzt auch müde, ey. Hilfe. Ich wollte gar nicht so lang machen. Ich will Ende machen jetzt hier. Ich wollte eigentlich nur bis 22 Uhr maximal. Eigentlich wollte ich heute gar nicht episch. Scheiße. Na super. Ja, mal schauen. Mein Ziel ist es ja sowieso, einfach möglichst schnell durchzurushen zum Sergeant. Sorry, aber wenn wir mal ehrlich sind, ne? Ich mache eigentlich jetzt schon zu viel. Ich bin zwar D2, ne? Aber ich mache jetzt schon zu viel. Payne meinte ja auch gerade schon, ne? Die Erfahrung ist halt einfach da, was das angeht. Und das Schöne ist, ich kann das halt auch ausspielen. Weil das von Lock and Load aus ordentlich was geholfen hat, so was Koordinieren angeht. Das von LST was geholfen hat, hier mit auf Menschen eingehen und so weiter, ne? So generell mit Menschen reden. Speedy Maus, dankeschön für dein Follow. Hallöchen. So. Oh Mann. Hey, und vielleicht schaffen wir das noch, bevor die ganzen Posten Tremblays Meinung nach voll sind. Er will ja einen Undersheriff, zwei Captains, zwei Sergeant 2 und vier Sergeants haben. Gut, der Undersheriff, da wissen wir, wer das ist. Also mindestens einen Undersheriff will er haben. Wissen wir sowieso, dass das Payne wird. Captain kann ich mir gut vorstellen, dass Laurent das wird. Eventuell, ja, weiß ich nicht, Bakarian noch oder so. Sergeant 2. Kann ich nicht einschätzen, also wir haben halt Kowalski da schon auf dem Posten. Und sonst mal gucken. Weiß halt nicht, wer Sergeant Anwärter ist, ganz ehrlich, weiß ich nicht. So, ich weiß aus meiner Sicht, wer nicht Sergeant werden sollte, aber ich sag da jetzt nichts zu, weil ich mit den Personen halt IC schon wenig zu tun habe. Und OOC sowieso nicht. Das heißt, ich habe überhaupt keine Ahnung. Deswegen halte ich mich da jetzt raus. Sowieso nicht meine Entscheidung, von daher. Fand's nur lustig, dass der Sheriff dachte, David wäre einfach schon Deputy 3.
So. Na cool, vielleicht werden ja die Alamo wieder abgeschafft. Beim BCSO und wir bekommen die Scouts wieder, das wäre ja cool. Würde mir sehr gefallen. Aber mal schauen. So, meine Fresse. Bin müde. Jetzt schlafen gehen. Liebe Leute, wir machen dann jetzt Ende. Reicht mir jetzt auch so. Machen einfach so direkt hier. Schnellverfahren. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Ja, ist gut. Teamspeak. Und eine wunderschöne gute Nacht. Wir sehen uns morgen wieder. Wir müssen morgen die Akte machen. Aber ich glaube, das mache ich auf Stream. Dann kann ich das in Ruhe machen. Und dann, ja, denke ich mal, werde ich morgen den Stream nochmal anschmeißen. Irgendwann. Mal schauen. Muss ich mal gucken, wie das ist zeitlich und wie es mir geht. Naja, gut. Bis dahin noch einen schönen Abend. Gute Nacht. Haut rein. Bis dann. Ciao.